Super Mario Galaxy! Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich werde zu alt dafür. Da haben die schon neue Studio und wir müssen trotzdem nach oben. Ja, die Sitze sind noch niedrig. Ich sag euch was. Wir haben jetzt weichere Couchen hier im Ausweichstudio. Das heißt, wir können beim Hochdrücken kommen wir nicht mal so hoch. Wir müssen uns extra anstrengen und kommen nicht über die Bauch. Wir müssen nächstes Mal nach unten so. Sia, schön, dass du da bist. Ja. Danke, Gregor. Schön, dass du hier bist. Auch sehr gerne. Ja, und schön, dass Samuel hier ist. Guten Tag. Wir sagen schon mal in deine Richtung. Hello. Moin, moin, hallo. Hallo. Hi. Freust du dich? Endlich ist es soweit. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Vor allem, weil Galaxy so ein Spiel ist, was zwar viele Leute casual mögen, wo, glaube ich, der Speedrun nicht so bekannt ist. Obwohl ich finde, dass es da schon sehr coole Sachen zu zeigen gibt. Ja, wir sind gespannt. Ja, war auf jeden Fall auch ein Wunsch von mir, mal, also nicht mal endlich mal Super Mario hier drin zu haben. Das haben wir natürlich häufiger mal, aber ich glaube gerade Galaxy oder so. Galaxy hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Bisher noch nicht, genau. Und Galaxy, also Samuel, schön, dass du. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube einmal. Ich glaube schon einmal, aber ist schon lange her. Oder das war so ein Bingo-Battle vielleicht? Nee, das war Odyssey. No? Wir wollen sie auf jeden Fall alle haben irgendwann. Es ist auf jeden Fall schon lange her und Samuel, wir haben uns, bevor es losgegangen, schon ein bisschen unterhalten. Du Speedrun schon seit einigen Jahren und auch speziell das Spiel. Wir wollen noch mal kurz reinschmeißen, Simon, du und ich, wir Speedruns natürlich nicht, aber ich muss daran immer denken, ich habe dich und Budi damals ins Planetarium mitgeschleift für den Game One-Beitrag. Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy war das. Weil natürlich, ja, ist ja in der Galaxie. Lass uns auf dem Planetarium spielen. Die haben schön ordentlich Asche dafür bekommen. Ja, hat aber geklappt. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Ja, und hat sogar ganz gut funktioniert. Ja. Hat auch gut geklappt und der Beitrag ist auch, finde ich, gut geworden. Natürlich, wie alle nach 12, 14 Jahren. Wie alle Beiträge. Samuel, wie ist denn deine Verbindung zu Super Mario? Hast du das früher selber gern gespielt oder bist du ja durch Speedrun da rangekommen? Also, ich habe das auch schon als Kind gespielt. Das war eins meiner ersten Spiele. Ich weiß nicht, ob es das erste war, aber ich bin relativ jung, ich bin 18. Mhm. Und meine Eltern haben halt damals sich die Wii geholt, als sie rauskam, und auch ein paar Spiele dazu. Und irgendwann war Super Mario Galaxy da und ich hab's gespielt und ich fand's super. Auch als vier oder fünf. Haben die Eltern alles richtig gemacht. Will ich auch. Ist auch geil, wenn du mit sowas einsteigen kannst. Also wenn du mit einem der besten Spiele aller Zeiten schon direkt so einsteigst, dann ist alles andere natürlich eher schlecht danach. Ja. Schon auf dem Niveau auch willst du auch bleiben. Aber man bekommt schon das ideale Filetstück sozusagen, um zu sehen, gefällt einem Gaming oder nicht. Ja, das ist wahr. Und was macht man daraus, wenn ein Spiel einem gefällt? Mein Speedrun ist natürlich. Exakt. Alles richtig gemacht. Möchtest du uns ein bisschen was über den Run an sich vorher erzählen oder willst du irgendetwas so vorbereiten sagen? Wir können das natürlich auch während des Runs machen, wenn wir dich dabei nicht zu sehr stören bei der Konzentration, aber du kannst auch gerne vorneweg ein bisschen was dazu erzählen. Also ja, ich kann sagen, das ist Any% Luigi. Man startet ja in dem Spiel als Mario und wenn man alle Sterne mit Mario sammelt, dann schaltet man Luigi frei. Mhm. Und ich nehme halt Luigi, weil es viel schneller ist und die meisten Leute sind sich auch einig, dass Luigi mehr Spaß macht. Vor allem hat Mario hat halt die Cutscene am Anfang des Spiels, wo halt die Story erklärt wird, wie so das Schloss weggetragen wird. Mhm. Das skippt Luigi komplett, also das sind schon mal 5 Minuten. Er startet gleich im Tutorial-Level. Und ja, generell hat er einfach schnelleres Movement, rennt schneller, springt höher, weiter. Jetzt hier interessant an. Nachteile. Ja, wie viele von den, was sammelst du noch mal bei Galaxy? Das sind nicht die Shines, das sind Sterne. Was ist es gewesen? Ja, Monde? Sterne einfach. Sterne sind es wieder, ne? Okay, bei Mario, dann also 64 und so sah es aus. Hätte man drauf kommen können. Bei Any%, wie viel musst du denn da einsammeln? Oder gibt es da eine fixe Grenze? Oder sagst du, wenn ich grob in dem Bereich bin, reicht das? Es gibt eine fixe Grenze, das sind 61, also 60, um den letzten Bowser freizuschalten und dann nochmal den letzten Stern. Mhm. Und wenn ich dann den letzten Stern berühre, dann ist der Run vorbei. Okay. Alles klar, ja. Falls du bereit bist, du kannst gerne einen Countdown machen, dann starten wir hier und sag ruhig, falls wir dich dann zu sehr nerven zwischendurch, wenn du dich konzentrieren musst. Ansonsten ich sage aber vorher noch mal was, wir müssen nämlich noch einen kleinen Spot machen, bevor der Run losgeht. Das ist super gut. Na, gut, dass du darauf hingewiesen hast, weil ich habe extra gesagt, natürlich vergesse ich das nicht, aber dank Sia dürfen wir jetzt einen Spot uns angucken. Ja.
Was machen Sie in meinem Badezimmer? Die Frage ist doch wohl eher, was mache ich in Ihrer Wohnung, oder? Wir von Clark würden gerne einen Topstar wie Sie als Markenbotschafter gewinnen. Nein, danke, ich bin bereits sehr wohlhabend. Haben Sie sich schon einmal mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung beschäftigt? Also erstens, Sie sind ja immer noch hier und zweitens sollte mein Beruf schon groß passieren. Okay. Was ist denn zum Beispiel mit einer Altersvorsorge? Ich hab doch einen Bitcoin. So, und nun verlassen Sie bitte meinen Luxussportwagen. Los, kusch, kusch, kusch. Ab! Na gut, dann bekommen Sie eben keinen Rabatt in der BTV-Shop. Was haben Sie da gerade gesagt? Wie viel Rabatt? 15 Euro pro Versicherung, die Sie bei Clark hochladen. Boah, sagen Sie das doch gleich. Wo soll ich unterschreiben? Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code TEAMBEANS anmelden und bei 3 hochgeladenen Versicherungen einen 45-Euro-Gutschein im RBTV-Shop erhalten. Da sind wir wieder. Nach einer kleinen Pause. Ich hoffe, das hat Samuel deine Konzentration nicht gestört. Aber ich denke, du bist umso bereiter. Du darfst jetzt gerne den Countdown machen. Dann können wir loslegen. Okay, also es geht los, wenn ich hier unten rechts auf Start drücke. Mhm. Ja. 3, 2, 1, los. Alright. Schätz mal, japanische Texte sind weniger, ne? Ja, genau. Geht schneller zu klicken. Eigentlich ist es nicht die schnellste Sprache. Die schnellste ist Koreanisch. Hm. Aber im Koreanischen gab es keine Wii U. Und die Wii U hat schnellere Ladezeiten. Ah, deswegen ist die japanische Wii U Virtual Console die schnellste. Okay, ja, man muss echt aufpassen. Was ich noch sagen kann, ich spiele im Zweispieler-Modus. Ich habe quasi 2 Wiimotes aneinander getaped. Ah, sieht man das? So. Und mit dem zweiten Cursor kann man sehr viele Sachen machen. Genau, auf jeden Fall, ich starte hier direkt. Ich muss diese Hasen muss ich alle einfangen, damit ich mit der Story weitermachen kann. Ich versuche die zu snipen mit dem Cursor. Okay. Ah ja. Der erste war schon mal gut. Ja, immer Textboxen skippen. Textboxen sind hier anders als in anderen Spielen vielleicht. Okay. In den meisten Spielen muss man Textboxen einfach nur mashen. Mhm. Hier muss man gedrückt halten und dann im richtigen Moment, wenn sie enden, timen. Okay. Oh Gott. Oh. Bleib stehen! Das scheint aber auch eine Stelle zu sein, wo man schnell wieder anfängt neu, oder? Wenn man sagt, okay, das hat jetzt zu lange gedauert. Das ist ein großer Reset-Punkt. Ja. Vor allem jetzt in so einem Setting, wenn man aufgeregt ist und mit dem Cursor nicht komplett stabil ist, dann kann das schon in die Hose gehen. Alles entspannt. Ich glaube, resetten müssen wir da nicht. Nee, nein, im Gegenteil. Ist ja noch genug Run übrig. Genau. Ich denke, es ist eine sehr dankbare Stelle, um zu resetten. Genau, Weltrekord ist immer noch drin, ne? Ja, bei uns ohnehin immer. Ja, genau. Jetzt erzählt uns Rosalina die Backstory. Wenn man kein Japanisch kann, versteht man das halt nicht. Sie redet aber auch mit jedem. Mit Mario, mit Luigi ist ihr völlig egal. Ja. Ich glaube, die sieht auch gar nicht mal, dass jemand da davor steht. Genau. Das ist so, hilf mir, Obi-Wan Kenobi. Durch diesen Luma, der in Luigi reingegangen ist, hat man ab jetzt die Spin-Attacke. Mhm. Die hatte ich eben noch nicht. Und das ist eigentlich das Wichtigste in diesem Spiel, um irgendwas zu machen. Ich finde schön, dass Luigi hier im Grunde der Stärkere ist. Dass es endlich mal dass mal geklärt ist, wer eigentlich der Bessere ist von beiden. Hat auf jeden Fall sprungfähigere Kreuzbänder oder sowas. Der kommt ja ein bisschen höher als Mario. Ja, genau. Dadurch, dass er länger ist, muss er ein bisschen weniger springen. Weiß man schon seit Mario 2. Ja. Aber den was Besonderes ist. Wobei doch, nee, auch den westlichen Mario 2. Aber diese Mario-Propaganda, die ist ja nicht tot zu kriegen. Ja. Der hat gute PR. Jetzt kommt gleich schon der erste große Skip. Ich versuche den hinzukriegen. Ja, let's go. Oh, der Trick ist Frame Perfect. Oh je. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Man muss halt im richtigen Moment mit dem Control Stick arbeiten, damit man einen sogenannten Mega Triple Jump bekommt. Mhm. Und der ist halt ziemlich schwierig.
Und halt, man braucht hier die höchste Höhe und die ist frame perfect. Hier ist noch ein Skip. Wenn ich innerhalb der ersten paar Frames zerspringe, dann skippe ich den Text von diesem Luma. Ah. Jetzt mache ich nur die ganzen Schalter auf blau. Skip diesen Luma. So. Und das war das erste Level. Nice. Ja, man hat's da so gesehen, also das, was du da mit dem Frame-Perfect-Trick geskippt hast, du musst immer bei Galaxy häufiger bei so kleinen Mini-Planeten in die Gravitation irgendwie reinkommen. Wenn sie nah beieinander sind, reicht springen bei sowas, aber hättest du eigentlich noch mal ein bisschen was mehr anstellen müssen, um den Abstand zu überwinden. Also, ja, genau. Ich hab ja, ihr habt das vielleicht gesehen, ich hab diesen Extrasprung in der Mitte gemacht. Das war ein sogenannter 2P-Mid-Air-Jump. Das geht halt eben nur mit dem Zweischilder-Modus. Man kann halt, wenn man... Ich glaube, das ist sogar nicht mal intended von Nintendo, dass man das macht. Aber irgendwie geht das, dass man halt... In der Luft macht man einen Ground Pound, einen Homing Ground Pound. Also man schüttelt, dann macht man eine Stampfattacke innerhalb von 6 Frames, glaube ich. Und dann macht man... Dann drückt man A auf der zweiten Wiimote. Klingt ein bisschen komplexer. Ja. Ja. Ja, und vor allem, wenn das Schütteln noch dazu kommt, das ist immer das Unpräziseste bei den Remotes, ne? So wie bei Donkey Kong oder sowas, Schütteln zum Rollen, nicht so geil. Das ist eine gute Frage, wie findest du denn die Controller in dem Fall, mit die Remote und so, funktioniert das? Ja, das funktioniert meistens. Manchmal gibt's halt Probleme irgendwie, dass der Cursor laggt oder dass manchmal Spins gedroppt werden. Aber eigentlich ist es die meiste Zeit okay. Da kann ich auch verstehen, dass du nicht die Switch-Version spielst, weil da sind, also das Zeigen mit den Joy-Cons ist grauenhaft gegenüber den Remotes, ja, finde ich. Ja. Ohne die Sensorbar. Ja, es hat sich einfach eingebürgert, dass wir auf der originalen Version bleiben und nicht auf der Switch. Also die Switch-Version hat auch Runner, aber weniger. Auf der Switch spielen eigentlich nur Leute, die keine Wii oder Wii haben. Ja, das war jetzt ein bisschen Text. Rosalina hat uns halt erklärt, ja, du bist hier auf der Sternwarte, wir haben keine Energie mehr, wir brauchen Sterne, um ins Zentrum des Universums zu kommen, wo halt Bowser auf uns wartet. Er schon wieder? Ja. Ja, schon wieder, der Space lässt einfach nicht los. Wie Space Godzilla, man fliegt durch den Weltraum, sucht nach Alien-Pilzen. Jetzt schalte ich halt die erste Galaxie frei, der erklärt mir noch ganz viele Sachen. Brauche ich alles nicht, muss ich nicht zuhören. Ja, jetzt fängt die erste richtige Galaxie an. Oh, aber Galaxy war wirklich ein tolles Spiel. Also, persönlich wurde mir nie mit Sunshine so warm. Die Musik, alleine auch das mit den Planeten fand ich war eine tolle Idee. Ja. Wie sie es auch gespielt hat allgemein, war schon super. Ja, genau, und durch die Gravitation gibt es halt sehr viele Möglichkeiten für Skips, die halt einzigartig für dieses Spiel sind. Mhm. So, hier gehe ich hinten den Turm hoch. Oh ne. Ja. Alright. Ah. Nice. So, was auch sehr wichtig ist für Speedruns, ist, dass ich die sogenannten Starbits sammle. Also, es gibt halt manche Level, die man mit Starbits freischaltet. Also man füttert da diesen Luma, der sagt dir, hallo, ich brauche so und so viele und dann schaltet man Level frei. Und diese Level sind meistens sehr schnell. Deswegen versucht man, viele Starbits in kurzer Zeit zu sammeln, um halt eben diese schnellen Level mitzunehmen. Macht Sinn. Okay. Und vor allem im Early Game brauche ich sehr viele. Deswegen versuche ich, so wenig wie möglich zu verpassen. Okay. Oh. Ja, ist noch alles gut. Kann Schlimmeres passieren in dem Spiel. Ja, ist auch sehr, sehr viel Execution anscheinend abgefragt. Ne? Das Movement muss schon. Ja, da kann man sehr viel Zeit sparen mit gutem Movement. Sieht jedenfalls so aus. Ja, genau. Und ich glaube, viele Leute unterschätzen das, weil sie haben Galaxy als sehr, ich würde sagen, statisch in Erinnerung. Das Movement sieht nicht so flashy aus wie jetzt in Mario 64 oder so. Und vor allem, es gibt auch relativ viel Downtime. Halt,
wenn man ein Level geschafft hat, dauert es, glaube ich, 40 Sekunden, bis man ins nächste Level kommt. Mhm. Es gibt halt ein bisschen viel Textboxen und Cutscenes. Ich glaube, es ist ungefähr 50-50 in dem Speedrun. Also 50% Gameplay, 50% andere Sachen. Oha. Das ist schön. Ja. Ja. Dafür bekommt man ja auch dann die wichtige Story mit. Wobei, so schlecht ist sie hier nicht für Mario-Verhältnisse. Nee. Ja, ist immer ein bisschen was anderes. Ist echt, es gibt ja diese Bücherei in dem Spiel, wo es die ganze Rosalina-Deckstory gibt. Und die ist schon relativ deep für einen Plattformer. Für Mario, ja. Mario-Plattformer, ja. The deepest lore. Ja, und der erklärt mir jetzt, ja, du kannst die Starbit schießen. Ich muss einfach ihn abschießen für das Tutorial quasi. Mhm. Dann geht's gleich weiter. So, noch sind wir in den Leveln, die Pflicht sind. Also man muss die ersten beiden Level dieser Galaxie schaffen, um überhaupt irgendwas freizuschalten. Aber später gibt's dann mehr Auswahlmöglichkeiten, so was ich mache. Es gibt ein paar echt lange, nervige Level, die man in dem Run nicht machen möchte. Aber der will auch 100 Starbits, deswegen muss ich die jetzt im Verlauf des Levels sammeln. Ich hoffe, das kriege ich schnell hin. Die musst du dann füttern ihm, ne? Ja, genau. One-Up! Ja, genau, bei 50 Starbits kriegt man One-Up. Immer in 50er Schritten. Ja. Und Galaxy 2 immer erst bei 100. Da wollten sie es schwieriger machen. Klassisch halt, ne? Man muss auch bedenken, als das Spiel rausgekommen ist, 2007, glaube ich, war es, viele Leute, die sich die Wii gekauft haben, es war ihre erste Konsole. Ne? Hm. Aber es haben ja so viele Leute wegen Wii Sports gekauft. Und da wirst du vielleicht, wenn du gleich so ein Mario, dass der Titel ist, den die Leute dann auch zum ersten Mal als Mario erleben, lass vielleicht mal ein bisschen zugangsfreundlicher sein. Ja, ich glaube, Galaxy 1 ist schon nicht so ein schwieriges Casual-Spiel. Galaxy 2 ist auf jeden Fall viel schwieriger. Hm. Aber waren das diese Purple Coins oder was war das? Diese Spezialsachen? Waren das so lila Münzen? Ich weiß gar nicht mehr, was du sammeln musst, aber gab es diese super harten Level, ja, genau, dann bei Galaxy 2? An den lila Münzen gibt es eher in Galaxy 1. Hm, okay. Es gibt so Hauptgalaxien und kleine Galaxien. Kleine Galaxien haben immer nur einen kurzen Stern und Hauptgalaxien haben 6. Also 3 Hauptmissionen, dann noch Comet, Secret und lila Münzen. Mhm. Und ich glaube, das sind die Sterne, die Leute in diesem Spiel am schwierigsten finden. In Galaxy 2 gibt es halt... Ich weiß nicht, was so schwer ist in Galaxy 2. Es gibt halt das Ende, den Perfect Run, wo man halt mit einem Leben durch diese viel schwierige Level muss, was halt viele als das schwierigste 3D-Mario-Level ever empfinden. Hm. Ich glaube einfach nur vom Plattforming und vom Gameplay an sich ist Galaxy 2 ein bisschen anspruchsvoller. So, jetzt kommen wir in die erste neue Galaxie. Ich könnte hier jetzt noch den dritten Stern holen, aber den skippe ich, weil er langsam ist. Und gleich kommt der Honey Hive. Ich glaube, auf Deutsch heißt es einfach Honigbienenkönigreich. Mhm. Und hier gibt es sehr große Skips. Also nach dem ersten Level sind hier die meisten Resets. Ja. Versucht das hinzukriegen. Normalerweise in meinen Runs ist mir das relativ egal, weil ich so gegen Resets zwar abgestumpft bin. Wenn ich so im Marathon-Setting bin, wo ich nicht resetten darf, dann ist das immer ein bisschen Nervosität hier. Ja, das ist normal. Aber hey, du musst hier keinen Weltrekord machen. Hauptsache ein schönes Showcase. Wollte ich gerade sagen, also wir hatten ja auch schon ganz andere Struggles. Also das wird natürlich, dann, natürlich darfst du aber gerne Weltrekord machen. Genau. Wenn ja, wenn es unbedingt nicht vor, sein muss. Jetzt nicht 10 Sekunden vor der Ziellinie stehen bleiben, wenn es dann wäre. Beschweren werden wir uns nicht. Aber es ist ja auch ein Showcase hier. Wir wollen genau mal sehen, das Spiel und was du damit anstellst. Und lieber auch mal was zeigen, wo du weißt, naja, da fail ich vielleicht 10 Mal, aber dafür ist das, was ich zeige, spannend und interessant, weil genau deswegen sind wir hier.
Okay. Das sieht nice aus. Okay, ich glaube, da hoch und bin ja. ich nie gekommen. Wow. Genau. What, da ist sogar halt was? Genau, hier ist das Ende des Levels. Eigentlich muss man komplett außen rum gehen nice. Und mit dieser Bienenkönigin reden. Und dann wird man wieder hierhin zurückgeschickt. Aber welche Bienenkönigin? Oh, komm. Die existiert nicht. Ja, sieht man noch später dann. Okay. Sieht man gleich noch. Aber nicht auf dem Level. Immer so lustig, die dann zu kraulen mit ihrem Felder. Genau, das muss man hier machen. Und ja, eigentlich war das die Einführung zum Bienen-Power-Up, aber in der Galaxie, wo es die Einführung gibt, geben wir es komplett. Aber wir benutzen das später nochmal in einer anderen Galaxie. So, jetzt kommt... Hallo, die Toads sind da. Ich habe ja gerade mit Captain Toad geredet und die bauen, je nachdem wie viele Sterne ich habe, langsam da hinten ihr Toad-Schiff auf. Aber das ist komplett irrelevant für den Run. Deswegen okay. gleich weiter. Und diese Galaxie hat so eine eigene kleine Storyline. Es fängt an damit, dass man eben bei den Bienen zu Besuch ist und der Königin hilft. Und jetzt sind diese Lilan Käfer da. Ich glaube, die heißt im Deutschen einfach Stinkkäfer oder so. Und die übernehmen das hier ein bisschen und nerven rum. Deswegen wird Luigi gefragt, ob er da mal ein bisschen helfen kann. Und die Käfer haben, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass sie hier einen Speedrunner haben. Jetzt beachte mich doch, ich bin ein Käfer. Ja. Ja, man sieht genau. schon deutlich, dass dieser Backflip, dass er deutlich höher springt als Mario, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Sachen, die ich hier mache, die sind auch möglich mit Mario, die meisten, aber präziser. Mhm. Genau, der hat mir gar nichts zu sagen. Einfach schnell rausspringen, ground pounden und fertig. Das war übrigens ein Boss, also ja. ein kleiner. Ja, ja. ja, ein Mini-Boss. Gleich kommt der erste richtige Boss in dem Run. Mhm. Das ist ein Riesenkäfer. Das Sprungmovement oder die Geschwindigkeit, wenn ich jetzt so an Odyssey zum Beispiel zurückdenke, da hast du ja die Cappy-Nummer immer gemacht, immer diesen kleinen Break-Up mit Werfen und dann wiederholen und dann nochmal. Das sieht hier natürlich schon ein bisschen fixer aus dann insgesamt. Genau, also vor allem der zweite Spieler, der macht es halt schneller. Das, was ich da gerade gemacht habe, im Grunde, die Route geht auch nicht viel schwieriger mit 1P. Also ohne den Mid-Air-Jump, aber der Mid-Air-Jump macht halt alles schneller. Weil wenn man den nicht hat, dann sucht man sich meistens eine Wand zum Wandspringen und versucht damit irgendwas zu machen. Mhm. Aber so kann man einfach höher. Genau. Jetzt sind die Käfer sehr böse, sehr stinkig und haben hier alles übernommen. Und jetzt wird Luigi rübergeschickt, um mal dem Boss ein bisschen zu sagen, was hier Sache ist. Wer hier der Stärkste ist. Genau, das ist die Biene, die ich ja eben im Level eigentlich gerettet habe. Nur, dass ich sie geskippt habe. So, hier brauche ich eigentlich auch die Biene, aber das kann ich auch skippen. Okay. Ja. Oh Gott. Den Bienenschwung zu nehmen wäre langsamer, ja? Ja. Ja, viel langsamer. Eigentlich soll ich die Biene auch beim Kampf benutzen, aber wieso? Ausschnitt. So, dieser letzte Hit ist jetzt ein bisschen präziser. Ich hoffe, ich krieg das hin. Okay, nice. So. Fertig. Gar ausgemacht. Ich war noch nicht bereit. Der ist sehr angenehm zum Zugucken, der Speedrun, muss ich sagen. Der ist sehr, der wirkt wenig zerbrochen und irgendwie ja, einfach nur schnell. Ja, Movement ist ja, genau. sehr schön und crisp. Das sieht man auch. Ist ganz nice. Es Was ist denn deine PB, wenn ich fragen darf? PB ist 2 Stunden 17. Ah, alles klar. 06. Und ja, ich versuche halt
nah ran zu Cowboy-Leute. Aber muss nicht. Also in No Resets habe ich meistens so ungefähr 2,20. Hm. Also doch recht konsistent. Ja. Norm? Ja. Bei so einem Run, von wegen auch out of bounds oder nicht, also das Spiel ist ja grundsätzlich, dass alle kleinen Sachen out of bounds sind. Na? Hier gibt's keinen Bounce. Ja, stimmt. Aber also wenn es schon keinen Bounce gibt, wo willst du da rausgehen? Ja. So, jetzt bin ich von diesem Rochen abgesprungen und das geht doch gar nicht. Das geht eigentlich nicht, genau. Aber was ich jetzt machen werde, ist, ich versuche im selben Moment zu sterben, wo ich das Tutorial beende, damit ich quasi den Weg von hier bis zum Race skippe. Mhm. Und dann gehe ich wieder zu ihm hin. Jetzt ist das Tutorial abgeschlossen. Jetzt fragt er mich, willst du das Tutorial wissen? Ich sage nein. Und dann fange ich direkt hier an. Ja, okay. Praktisch. Es gibt noch eine schwierigere Version von diesem Trick, wo man direkt stirbt und dann respawnt man im Unsichtbaren. Also man sieht Luigi gar nicht und muss dann einen Sprung timen, um nochmal zu sterben. Und dann respawnt man im Race. Aber das mache ich noch auch gar nicht in Runs. Okay. Es scheint ein bisschen risky dann zu sein, ja? Hm? Ist ein bisschen riskiger wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Und eigentlich hätte da eben auch, eigentlich sollte man diesen Skip nicht machen in so einem Marathon, weil das Spiel hätte crashen können. Hm. Aber der Grund ist halt, wenn man in diesem State da ist, vielleicht habt ihr das eben gesehen, Luigi ist ja so komisch gelaufen, man soll da eigentlich nicht laufen. Mhm. Und wenn man in diesem State ist und dann schüttelt, dann sagt das Spiel, nee, kenne ich nicht, ist nicht einprogrammiert und dann crasht es einfach. Oh. Aber ja, wenn man einfach nicht schüttelt, dann passiert nichts. Das kenne ich. Ein schönes Spiel. Den Rochen hast du gesteuert, indem du die V-Mode kippst, ne? Das war schon bei dem Spiel, oder ja, nicht? Genau. Ja. Also nur Bewegungssteuerung. Das war schon schwer genug und das dann als Speedrun. Eieiei. Da bist du gut durchgekommen auf jeden Fall. Ja. Nintendo hat halt. Schon? Nintendo hat halt am Anfang der Wii versucht, diese Motion Control so gut wie möglich auszureizen. Aber ich finde das gut gelöst in dem Spiel. Also es ist nicht zu übertrieben hier. Ja, war auch quasi so der Prototyp dieses Spiel, so wo die Wii-Steuerung so richtig ausgereizt wurde, oder? Ist auf jeden Fall mehr gemacht oder sinniger verbaut ins Spiel als hier. Jetzt benutzt das als Malpinsel oder irgendwie in anderen Games. Ja, aber so kennt man es ja eigentlich auch von Nintendo. Also die Nintendo-eigenen Spiele benutzen ja dann den Controller oft immer sehr gut. Bei anderen vielleicht eher nicht. Bei anderen Spielen hängt immer ein bisschen davon ab, finde ich. Ja, also gerade Zelda und Mario haben eigentlich immer gut das eingeführt, was man so machen konnte. Also solange es keinen Zwang irgendwann mal gibt, ne? Ich weiß noch so zum Anfang vom Nintendo DS, dann hast du irgendwie so ein Castlevania, wo du mitten im Bosskampf dann irgendwelche Zeichen malen musst, damit du die beenden kannst auf dem Touchscreen, wo du sagst, wozu? Resident Evil Remake hatte dann auch so mit dem Messer musste man quasi so schlitzen. Nice. Was aber eigentlich ganz nice war. Ja, aber du musst den Griffel ja dann auch immer bereit haben. Du musst halt bereit sein dafür. Das ist halt bescheuert. Das ist dumm. Aber naja. Ja, aber du hast recht, Mario und Zelda häufig machen sich Gedanken, wie sie den Touchscreen oder die Bewegungssteuerung oder das Wii U Gamepad benutzen. Mhm. Aber ich bin auch fasziniert, dass das Spiel, ich meine, es ist ja eigentlich, man würde annehmen, es ist ein kleines Spiel, aber es ist ja mega groß. Und 2 Stunden für einen Speedrun zeigt ja, wie groß es eigentlich ist. Dadurch, dass es so kleine Portionen alles sind, merkt man das gar nicht. Davon eine Stunde Story aber, ne? Haben wir schon mitbekommen. Ja gut, das ist klar, ja, aber die ist ja auch wichtig. Ja. Die werden natürlich skippen. Na, jetzt kommen wir zum ersten richtigen Bosskampf. Mhm. Und da werde ich auch gleich einen Skip machen. Nicht so. So. Genau.
Die Gravitation von diesem Planeten ist halt riesig, weil eben dieser riesige Roboter drauf ist. Und hat Nintendo das, glaube ich, verpennt oder war ihnen egal, dass man da einfach so hinkommt. Ja. Not Nintendo. In dem Spiel ist es immer. Ja. In dem Spiel ist es immer abwechselnd von Welt zu Welt. Also in einer Welt ist es Bowser Jr. mit irgendeinem Gerät. Nächste Welt ist ein purer Bowser-Kampf. Mhm. Die werden halt immer schwieriger. Das hier ist jetzt so relativ einfach. Man läuft halt hoch und versucht die Kugelwillis, die dieser Roboter ausschießt, auf sich selbst zu lenken. Der alte Trick, ne? Die lernen noch nicht dazu. Eigentlich muss man dieses äußere Ding, den Zaun kaputt machen, aber man kann auch rüberspringen. Ah, schon verdammt hübsch auch, oder? Das ist alles echt schön. Ja, ja. Guckt also man auch, wirklich gerne zu. Muss echt bedenken, auch wirklich 2007. Ja. Ne? Auch über Zeit. Wie lange schon wieder her ist. Genau. Das war die erste Welt. War sehr relativ gut. Okay, würde ich sagen. Runnst du eigentlich auch noch andere Spiele im Moment oder hast du andere schon geplant? Und wenn ja, bleibt's bei Nintendo oder willst du mal irgendwo anders hin noch? Also, ich speedrun auch Galaxy 2, ist glaube ich kein großes Wunder. Aber sonst, so richtig ernst, habe ich doch nie was anderes gespielt. Und warum dann gerade Mario? Mario ist halt meine Lieblings-Casual-Spieleserie. Also ich habe auch irgendwie nicht vor, was anderes zu spielen als Mario. Ich möchte schon andere Mario-Spiele. Okay. So Odyssey, 64 Sunshine. Aber weiß ich nicht. Habe ich nicht das Bedürfnis zu. Generell will ich auch so Paul, sag ich mal, mit neuen Speedruns lernen. Ich empfehle ja Mega Man Speedruns, die sind immer ganz gut zum Lernen. Also, man muss eine Kirche gemeint? Oder so gründen. Church of Mega Man. Vielleicht was vergleichbar, so Mega Man 64. Nee, es gibt halt tatsächlich eine Mega Man Mod, also es ist ein Mega Man Spiel, aber du rennst als Mario rum. So, jetzt wird's aber irre. Ich dachte, eine Mod, wo du Mega Man als Charakter in Mario 64 hast oder so. Ja, das Blaster könnte man bestimmt auch machen. Ja, mit dem Baller, ne? Wäre gar nicht so schlecht. Naja. Lass dich von uns nicht ablenken, ne? Wenn du was sagen willst, weil du gerade an der Stelle was zeigst, hau einfach rein, wir hören dann auf zu quatschen. Jetzt war da nichts. Ich gehe einfach nur zur nächsten Welt. Zwischen den Stages Deutschen. Kann man immer ein bisschen labern, weil da ist ganz viel Cutscenes und in den Stages sind wir dann ruhig. Ja, kann man so machen. So, auf jeden Fall, hier gibt es jetzt auch gleich wieder einen Skip. In dem Spiel kann man halt sehr viel mit Gravitation machen. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, es ist auch etwas, was Nintendo zuvor nie gemacht hat, deswegen ergibt es Sinn, dass es nicht perfekt ist. Hier kann man halt einfach weitergehen. Okay. Es ist halt so, dass wenn man rückwärts geht, dass man sehr viel mehr Momentum kriegt als vorwärts. Mhm. Und man versucht halt, das Rückwärts-Momentum so gut wie möglich auszunutzen in vielen Stellen. So, hier muss man eigentlich Toads befreien und dann kommt so ein Schiff runter. Aber war ich auch nicht. Was denn für ein Schiff? Das brauchen wir nicht. So, hier muss man eigentlich so sehr vorsichtig vorangehen, weil die Plattform erst spawnen, kurz bevor du da bist. Aber wenn man weiß, wo die sind, dann geht das ja. Dafür umso beeindruckender aus, ne? Wenn man nicht schon weiß, wo man hin kann. Ich sag mal, diese Planetengeschichte, also Galaxy hat sie natürlich popularisiert. Ich meine, so ein bisschen was Ähnliches hattest du ja diesen einen Boss in Yoshi's Island, wenn ich an den erinnert, wo man auf diesem kreisrunden Planet rumläuft und dann so reinstampfen muss, das Holz. Weiß nicht, was war das, eine Raupe, die man da bekämpfte? Weiß ich nicht mehr. Und auch irgendein älteres Ratchet & Clank hatte das schon gehabt vor Galaxy, glaube ich, so ein bisschen mit kleinen, runden Planeten. Okay, erinnere mich nicht. Aber ich habe auch Ratchet & Clank nie wirklich lang gespielt. Schäm dich. Diese Spiele. Ja, ich weiß. Finde ich auch eigentlich ganz cool zum Zugucken. Hatten wir auch noch nicht bei Speedrandale. Liebe Ratchet & Clank Runner, bewerbt euch bitte hier. Das ist eigentlich komisch, ja. Bietet sich wirklich an.
So, hier kommen wir zum nächsten Boss. Und in dem Level gibt es auch einen sehr nervigen Skip. Das erkläre ich, glaube ich, wenn ich da bin. Und was man auch noch zu dem Level sagen kann, das erkläre ich, wenn ich da bin. Okay. Wenn ich das Spiel einfach spiele, dann merke ich gar nicht, wie viel es zu erzählen gibt. Aber es gibt schon sehr viel zu sagen und zu erklären. Hier einfach rüber. Eigentlich muss man die Brücke darunter machen, aber was sind Brücken? We don't need those. So, jetzt kommt der Trick. Ich mach den erstmal und erkläre ihn dann. Ja. Ah. Ich wollte diesen Feuerball treffen, damit ich eben so einen Damage Boost in der Luft kriege und dann hochfliege. Und damit noch hochkomme, ja, okay. Ah, zum Glück Sponsor direkt wieder hier. Ja. Und gleich wieder versuchen. So, jetzt hat's funktioniert. Nice. Alter. Was halt da schwierig ist, ich war quasi direkt hinter einer unsichtbaren Wand. Mm. Also eigentlich wollte Nintendo nicht, dass man da vorbeikommt. Und ich spring quasi unter die unsichtbare Wand und dann wieder hoch in diesen Feuerball. Sehr gut. So, was hier los ist, wir bekämpfen hier Carmella. Heißt sie, also einfach weibliche Kamek. Und eigentlich ist sie auf einem Pattern, ob sie Feuerbälle oder Koopa Shells wirft. Und natürlich will ich die Koopa Shells haben, weil ich die dann direkt treffen kann. Und das manipuliert man vor dem Run. Es ist quasi auf einem globalen Cycle. Und dann gehe ich vor dem Run in dieses Level und mache das so, dass quasi in jeder Phase der nächste Cycle Koopa Shell ist, damit ich im Run dann jedes Mal Koopa Shell bekomme. Ah. Ja. Quasi vor dem Run einmal manipulieren, ja? Ja, genau. Nice. Und das ist auch gute Practice für den Skip davor. Also du läufst dann aber auch, also du spielst es bis zu dieser Stelle und dann fängst du aber nochmal neu an. Oder lest den Spielstand, wo das. Also lest den Spielstand, das reicht auch quasi. Und dann spielst du einmal und sorgst dafür, dass das nur noch schnell ist. Also wenn man das einmal macht, dann gilt das global für das ganze Spiel, solange es läuft. Ja. Also es ist nicht abhängig von Spielstand oder so. Ich mach das einmal, dann starte ich den Run. Und wenn ich jetzt resette, bevor ich das da gemacht habe, dann ist es egal. Dann sind die Cycles ja immer noch richtig. Und sobald die erscheinen, du siehst, es sind die Shells, dann musst du einfach nur neu starten und dann bleibt das dabei. Sorry, wenn ich es gerade nicht raffe. Ich versuch's nur zu verstehen, genau da manipuliert wird, ne? Ja, genau. Also, sie hat halt eine feste Abfolge für jede Phase. Es gibt ja drei Phasen. Feuer, Panzer, wie auch immer. Und ich beende jede Phase so, dass als nächstes Panzer kommt. So, damit es im Run dann immer Panzer ist. Mhm. Das gibt's auch später, oder das gibt's später im Spiel auch noch in komplizierter, aber nicht in dieser Kategorie, sondern in 120 Stars. Mhm. Und zwar viel komplizierter. Da gibt's so richtige Schaubilder und sowas, um das Leuten zu erklären. So. Der nächste Boss. Da gibt es auch sehr präzise Sachen. Ich glaube, dass ich das hinkriege. Das ist mal eine ordentliche, lustige Spinne. Ja. Vor der fürchtest du dich mal nicht. Nee, irgendwie, die sieht auch zu wenig nach einer Spinne aus. Und da spielst du Elden Ring mit deiner Phobie. Jetzt ist hier rechts der Toad und ich versuche den Toad direkt vor dem Hit abzuschließen, damit der jetzt die Spinne trifft. Aber ich glaube, das ist daneben. Ja. Eigentlich wollte ich direkt die Spinne hinten treffen. Mit dem Toad, aber es hat nicht geklappt. Ist okay. Ja. Jetzt nur noch die letzten paar Hits und dann ist vorbei. Das ist aber auch eine krasse Spinne mit Nupsis am Bein. Hm? Stell dir mal vor, echte Spinnen hätten sowas. Endgame. Steppschuhe, ja, wirklich Endgame. Oh, steppende Spinnen, ne? Die müssten eigentlich hier die Weltmeister sein mit 8 Beinen. Auf jeden Fall. Ja, es ist ja so, ich weiß nicht, ob das quasi Canon ist, also ob das von Nintendo so confirmed ist, aber die ganzen Bosse haben ja die Powersterne in sich und dadurch kriegen sie halt viel Energie und so und
Mutation. Sind stärker als normale Spinnen, genau. Korrumpiert durch die Kraft der Sterne. Yeah. Eigentlich war ich nur eine kleine Spinne, aber nun kann ich den Stern und ich habe dann am Nektar der Kraft genippt. Dann wurde er wahnsinnig. Und alle kleinen Spinnen unterjocht und ja. Aber auch das hier, so eine Völlerei. Was hat er davon? Ja, was zu essen. Ja, aber was passiert dann? Okay, ja, die Geburt eines neuen. Okay. Genau, das ist wie, solange er nicht den Sternfinger in den Hals packt danach. Ja. Genau, das ist halt eine dieser Galaxien, die sehr schnell gehen, die ich vorhin erwähnt habe. Mhm. Ich habe halt bis jetzt die ganze Starbits gesammelt. Der wollte 400. Ich hatte 459, glaube ich. Mhm. Und ja. Der ist immer relativ knapp. Also manchmal, das passiert nicht so oft, aber manchmal habe ich da auch weniger als 400. Und dann geht der Run halt nicht weiter. Es geht weiter, also theoretisch, aber ich müsste andere Sterne machen und komplett die Route neu machen. Also quasi der Run wäre vorbei. Ja. Also wenn das jetzt hier passiert wäre, hätte ich weitermachen können, aber so für PB-Runs wäre es dann vorbei. Mhm. Oh Gott. Okay. Aber diese Angles, die sind sehr präzise. Also man kann da sehr einfach verfehlen mit diesen Staubkokons heißen die. Im Englischen heißt nicht Slingport und im Deutschen einfach Kokons, glaube ich. Ich hatte, wenn man da ins Handbuch guckt, die denken sich immer solche Namen aus. Da ist nicht Kokon, da ist Horst. Sowas. Na und ab jetzt habe ich 13 Sterne und 13 Sterne heißt Kometenspawn. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Kometen sind, aber das sind halt Versionen von Leveln, die halt irgendwie anders sind. Zum Beispiel sind manche Kometen ein Level auf Zeit oder man hat nur ein Leben oder man macht eine Race gegen Schatten, Luigi. Das gibt's auch. Ja, stimmt, das habe ich auch mal gesehen. Und Kometen sind auch schnelle Sterne, deswegen versucht man auch viele davon zu machen. Aber den gibt es noch nicht jetzt in der Lore, ne? Dark Luigi oder so Shadow Luigi. Shadow Mario gibt es schon länger zu. War Luigi! Ja, gibt's wirklich? Ja, aber nein, aber ich meine nicht Dark Luigi. Ich meine wirklich die Schattenvariante, also die ist nicht offiziell weitergebracht. Also, ja, Luigi hat auch keine Finsternis in sich. Luigi ist rein. Ja, deswegen, weil das alles raus ist zu Schatten Luigi. Das meine ich ja, der ist einfach ultimativ böse, der hat auch so einen kleinen Spitzbart. Ich schwöre euch. Es war bei Sunshine war es zumindest Bowser Jr., der sich als Schatten Mario da verkleidet hat. Das ist die Lore. Der ist richtig deeper Shit, glaube ich, passiert bei Mario. Ja. Und jetzt kommt der schwerste Skip im Spiel. Ich weiß nicht, ob ich den hinkriege. Ich versuch's immer. Nee. Also ich habe hier wieder so einen Mega Triple Jump versucht. Und wenn man das hinkriegt, dann kommt man hier aus der Gravitation von dieser Scheibe raus und kann da out of bounds langlaufen. Und das saved sehr viel, das saved 25 Sekunden. Aber es ist ein sehr schwieriger Skip. Also selbst der, man macht diesen Skip zweimal im Run und selbst der Rekord hat nur ein von zweimal. Okay. Jetzt musst du autoscrollen. Ja, genau. Speedrunner's Nightmare. Was ich ziemlich interessant finde, es ist ja schon ein bisschen her, dass ich das Spiel angefangen habe, also das war 2017. Mhm. Und alles, was damals Autoscroller waren in diesem Run, kann man heutzutage quasi skippen. Ich finde das sehr gut, das macht auch den Run interessanter, wenn es halt funktioniert. Jetzt hat es halt nicht funktioniert, weil der Trick ist auch frame perfect und auch abhängig von Position und so. Ich habe später noch eine Chance, weil man geht nochmal in dieses Level rein. Aber wenn ich es da nicht bekomme, dann ist es auch nicht schlimm. Ist halt schwierig. Ja, mein PB habe ich das bekommen, deswegen verliere ich jetzt sehr viel Zeit für quasi nichts, aber. Ja, nun. Passiert. Speedrun. Aber dass man so einen Autoscroller direkt skippen kann, ist schon sowieso sehr nice. Haben ja, leider nicht alle Spiele. Es ist ja auch nicht intended, aber was geht, das geht. Und das nehmen wir mit. So, jetzt kommt gleich der erste Komet. Jetzt machen wir das erste Level von dieser Galaxie auf Zeit und ohne Checkpoints. Aber normalerweise sterbe ich auch so nicht. Aber ja,
Das Zeitlimit ist natürlich für Speedrunner eigentlich egal. Es ist sowieso sehr viel. Es sind 4 Minuten für dieses Level. Du brauchst nur eine. Wenn ich gut bin, ja, so, sogar ein bisschen unter, wenn ich gut bin. Habe ich doch gesagt. Ja. Hier gibt es eigentlich nichts zu erklären. Das ist dasselbe Level wie vorhin. Wieder dieser Skip. Hui. Das ist auch etwas, was ich glaube vor allem an Galaxy 2 kritisiert wird, weil es da sehr viele solche repetitive Sterne gibt. Mhm. Und vor allem, es gibt ja auch in Galaxy 2 die grünen Sterne, wo halt, nachdem man die Hauptstory fertig hat, also alle 120 normalen Sterne, gibt es auch in jedem Level versteckte Grünsterne. Und die einen finden es klasse, weil man halt erkunden muss und die finden muss. Die anderen finden es langweilig, weil man dieselben Sachen nochmal machen muss, die man schon gesehen hat, quasi. Mhm. Speedrunner haben vor sowas keine Angst. Ja, aber die schauen sich 100 Mal das Gleiche an. Das stimmt. Um es zu perfektionieren. Aber gerade dann, ne, es multipliziert sich ja dann alles und dann musst du es dir 300 Mal angucken. Ich kann das schon verstehen. Ja, genau. Es gibt halt in Galaxy 2 zum Beispiel eine Galaxie, die hat halt 6 Sterne, 3 normale, 3 Grünsterne. Und in jedem einzelnen sind die erste Minute oder so komplett gleich. Und das ist dann schon ein bisschen nervig. Ich glaube, Galaxy 2 hatten wir auch schon im Speedrun, oder? Bei Speedrun Dale. Ich glaube, wir hatten das mit der Mütze und so, das hatten wir auf jeden Fall. Das war Odyssey, mit der Mütze. Verdammt, stimmt. Das ist ja Odyssey. Nein, dann verwechsel ich es gerade. Galaxy 2 ist wie das hier, aber mit Yoshi. Und noch ein bisschen. Genau. Nee, dann haben wir das noch nicht gehabt. Okay. Hatten wir nicht, nee. Aber das kannst du ja irgendwann anbieten. Kann ich, ja. Ja. Wenn ihr wollt. Nee, also das brauchst du nie fragen, ob wir wollen. Natürlich. Also wenn ich schon jetzt hier mit den Speedrun haben wir ja schon sehr viel Spaß. 2 ist wahrscheinlich auch sehr, sehr gut. Doppelt so viel Spaß. Ja, doppelt so viel Spaß. Ja, also so generell sagen Leute, dass 2 noch krasser aussieht. Okay. Es ist auch schwieriger und mehr punishing. Aber ja, sieht krasser aus. Beim Casual habe ich 2 auf jeden Fall empfunden. Das habe ich auch erst komplett auf der Wii U durchgespielt. Also ich hatte es angefangen auf der Wii und dann auf der Wii U dann weitergemacht. Es wirkt so ein bisschen wie so, jetzt kommen so die Expertenlevel. Ne? Mhm. Also nicht alles durchweg schwer, aber es gibt durchaus sehr, sehr anspruchsvolle Sachen und wie so ein hartes Level-Pack. So ein bisschen. Ja, gut. Mhm. Das ist wieder so ein Motion-Control-Level. Also ich steuere den Ball quasi mit dem Neigen meiner Monkey Remote. Ball Stage. Mhm. Ja, total. Marvel Madness. Ja, aber das zeigt wahrscheinlich das Alter eher, ne? Aber ich muss sagen, es gefällt mir jetzt schon besser als Monkey Ball von dem Bowling Part. Ich fand, das hat sich da aber auch ganz gut gesteuert. Du musst, glaube ich, die Remote gerade hochhalten, ne? Dafür, oder? Oder war es doch flach? Also, weiß ich nicht mehr. Einmal nach vorne, nach hinten zum Beschleunigen und nach links und rechts zum Steuern halt. Also ich hab natürlich die Remote immer nach unten gehalten, damit ich halt meinen Speed behalte. Aber wenn man die hochhält, kann man auch abbremsen. Ja, irgendwie sowas. Also ich fand auf jeden Fall, es ging tatsächlich da besser als jetzt bei vergleichbaren Segmenten oder Spielen. Und jetzt gehen wir auch gleich zum zweiten Boss. Zum ersten richtigen Bowser-Kampf. Hier. In jedem Level gibt's was. Das fällt mir jetzt erst so richtig auf. Diesen Bowser-Planeten. Ist das so. Diesen Bowser-Planeten? Nee, es gibt ja hier noch ein richtiges Level davor und da gibt's ein paar Sachen. Okay. So, gleich am Anfang versuche ich schon Skip. Ich glaube, ich krieg das hin. Oh, scheiße. Ich wollte nicht sterben. Do it again. Yeah. Spaß! Man respawnt hier. Man stirbt mit Absicht. Man landet in der anderen Checkpoint-Zone und stirbt da mit Absicht. Ja, super. In den Checkpoint reingestorben, sozusagen. Ja, genau. Nice. Was? Das war wirklich nicht mit Absicht. Aha. Eigentlich war ich schon durch. Warte ich erst mal ab, welcher Trick kommt landen. Jetzt? Ja, ich warte erst mal ab. Okay, es war offensichtlich. Wirklich nicht. We don't believe you. Zigarette. Nee, also jetzt gibt's keine
Intended Tode mehr im Run. Das vorhin, also das in der Plaza Stage und der hier waren jetzt die einzigen. Okay. So, hier kann ich einfach Scoopy Jump hoch. Was ich da, ich hab da halt was versucht, was auch sehr risky war, aber ihr wolltet ja alles sehen. Ich wollte den Cycle schaffen und bin halt, ihr habt das ja gesehen, ganz am Ende hängen geblieben. Ja. Ist halt sehr, sehr schwierig. Aber ja. Der Run ist sogar noch relativ okay. Also es kann noch eine gute Zeit werden. Für meine Standards. Ich habe sehr hohe Standards leider. Aber manchmal ist es gut, aber manchmal. Na, so gehört sich das auch. Ja. Verbissen sein. Was ist denn der Weltrekord, wenn ich fragen darf? Ja, Bowser's. Okay. In dieser Kategorie? 2 Stunden 17, 6 von mir. Ah, von dir auch. Ja. Also. Ja, geil. Ich glaube, der hat Schaumfestiger drin. Also Bowser. Bowser ist so ein attraktiver Typ. Ich verstehe überhaupt nicht, warum der unbedingt immer hier die ganzen Sterne und alles haben will. Warum braucht der da? Warum Peach sich auch nicht ihm hingibt, ne? Ja, das ist auch. Ich meine, er gibt sich offensichtlich Mühe. Ja. Also Mario. Er gibt sich mehr Mühe als Mario. Mario schickt seinen Bruder. Ja. Mario sagt, ja, das macht der Luigi. Mario passt nicht mehr auf sie auf. Sie wird die ganze Zeit entführt. Dann hol ich meinen Bruder. Ja, genau so ist er drauf. Bowser ist so ein typischer Narzisst. Siehst du doch. Ja, das vielleicht. Ich finde auch in Odyssey haben die Bowsers Haare sehr gut gemacht. Also ne? Haben die sehr. Ja. Er trägt sogar einen Anzug in Odyssey. Die Story, dass Bowser Peach heiraten will und sie bis mit zum Mond nimmt. Ja. Und ich finde, da ist Bowser schon eher in der attraktiveren Liga. Adrett? Auf jeden Fall. Ich sage ja, der verwandelt sich immer mehr. Und ich bin auch fest der Meinung, dass es nicht mehr lang dauert, bis wir wirklich ein Bowser-Game haben. So ein Mario-like, aber du spielst als Bowser. Gab's da? Nee, gab's nicht. Nee, es gab eine Zwischensequenz mit Bowser, wo du ihn konntest, spielst. Du konntest hier in irgendeinem Paper Mario zwischendurch, glaube ich, mal spielen. Ja, in Super Paper Mario kann man ihn spielen. Da kann man auch Peach spielen. Das bricht die Norm komplett. Und ich rede eher so von so einem Plattform, entweder 3D oder 2D. Irgendwann muss Nintendo mal da übergehen, wie beim Ende von Odyssey. Eigentlich müssen dann Mario und Bowser heiraten. Ja. Es läuft da darauf hin. Warum jagt der Bowser denn immer hinterher? Ja. Ne? Er will es doch. Ich sehe es genau. Oder Bowser entführt mal Mario statt Peach. Ja. Und Peach rettet Mario. War das die Geschichte von Super Princess Peach auf dem DS? Das habe ich nie gespielt, glaube ich. Gibt's ja das Jump'n'Run dafür. Also man könnte sagen, hier Donkey Kong Jr. geht vielleicht. Oder was? Donkey Kong Jr.? Ja, ne? Wo Mario der Böse ist. Ja. Ich glaube, das geht ein bisschen am ehesten noch in die Richtung. Aber ich würde das auch gerne mal sehen. Mal verkehrte Welt. Ich hätte gerne, wenn wir schon so bei Bowser-Games sind, ich hätte so ein Strategiespiel, wie er sein böses Imperium da managen und aufbauen muss. Ja, so ein Dungeon-Keeper eigentlich, das Ding. Ja, wo die ganze Zeit Schildkröten-Minions und Pilz-Minions verteilen kannst. Und dazu noch irgendwelche Bowser-Casinos, die er aufmacht, wo er dann arme Koopa-Tubas ausnimmt. Kohle muss reinkommen. Man könnte so viel machen mit dem Universum. Finde ich toll. Könntest du sogar ein RTS machen. Ja. So, Level geht wieder los. Genug gelabert. Aber das sind gute Ideen. Hier gibt's nicht so viel. Gibt's denn ein Level, den du mit Abstand am besten findest, wo du sagst, da bin ich am liebsten? Mit Abstand nicht. Ich habe ein paar Level, die ich sehr super finde. Ich glaube, mein Lieblingslevel in dem Spiel ist nicht im Any% Run, aber es gibt ein paar sehr gute in diesem Run. Aber magst du die dann, weil sie so schön aussehen oder weil sie so schön zu spielen sind? Es ist eine Mischung aus mehreren Sachen. Vor allem natürlich zum Teil, ob das Spaß macht im Speedrun. Und in einer bestimmten Galaxie, wo wir später hinkommen, da finde ich die Musik einfach perfekt. Also Musik spielt immer eine große Rolle. Manchmal, und auch das Aussehen, das ganze Konzept, das ist die Galaxie, wo Eis und Lava quasi aufeinandertreffen. Wenn ich das jetzt nicht sage, ist okay, das kommt noch später im Run. Okay. Und manchmal höre ich auch einfach so Galaxy-Musik, während ich gerade was anderes mache oder so. Die einfach super. Glaube ich, mit einer der ersten, die direkt im Spiel war, die auch von einem Orchester eingespielt wurde. Also Super Mario-Musik zumindest. Schon sehr, sehr viel Mühe gemacht.
Genau, das Level geht auch schnell. Wo man kommt ist, das Wasser her? Man geht. Das ist eine sehr vom Mars. Frage. Also dieser Pinguin quasi der Schwimmlehrer von den kleinen Pinguinen. Und die haben halt diesen goldenen Panzer, den ich jetzt irgendwie nicht bekommen habe. So. Und den bringe ich jetzt zurück und dann habe ich direkt den Stern. So, und eben in der letzten Galaxie, eigentlich hätte man da ins Wasser springen müssen und so quasi so Sternfragmente sammeln müssen, damit so ein Launch Star spawnt. Also es sind die Sterne, wo man reingeht und dann schießt da einen zu dem nächsten Planeten. Aber ich konnte einfach hochspringen. Brauchte ich nicht. So. Da kommt wieder schnelles Level. Diese Galaxie ist extrem schnell. Jetzt die Gegenfrage zu Simons Frage. Gibt es eine Stage, die du überhaupt nicht magst? Ja. Der Kampf gegen die Spinne finde ich im Speedrun sehr nervig, weil es sehr ist und weil ich finde die Steuerung nicht so nice, dass man mit dem Zeiger auf den Kokon quasi zielen muss, dann A drücken muss und quasi im perfekten Winkel irgendwo hinschießen muss. Ich finde das im Speedrun sehr nervig. Okay. Zum Glück haben wir es ja jetzt in Downs. Ja. Aber so casually ist, glaube ich, kein Level, was ich so richtig verabscheue. Manchmal sage ich das so in Runs, wenn ich gerade irgendwas verkackt habe, sage ich, ich hasse dieses Level, ich hasse das Spiel, aber eigentlich hasse ich kein Level in dem Spiel. Das ist die Liebe zu dem Spiel, was einen hassen lässt. Ich hasse dich, weil ich dich so sehr liebe. Ja. Gott. Oder ich liebe dich, dass ich, so, dass ich dich schon hasse. Das hängt auf jeden Fall zusammen. Wieder ein Skip. Einfach. Weg zum Stern. Nice. Knapp, knapp, knapp. Weil es ja auch in Freundschaften so. Je mehr man sich beleidigt, desto mehr liebt man sich. Ja, ist wirklich so. Also das sah jetzt knapper aus, als es ist, weil ich den Ledge Grab versucht habe. Man kann da auch einen Wandsprung machen. Also man muss es nicht so perfekt jetzt hinkriegen wie eben. Den Ledge Grab kriegt man, wenn man es wirklich richtig gut macht. Und das saved, keine Ahnung, halbe Sekunde oder weniger. So, jetzt kommen wir zum nächsten Motion Control Level. Also in den ersten drei Welten gibt es jeweils so ein Motion Control Level. Und später gibt es schwierigere Versionen von denen. Die macht man aber nicht in Any Percent, weil die lang sind. Und weil man die auch erst freischalten muss. Es gibt in dem Spiel, die meisten Sterne sind so gelb. Aber es gibt auch drei Grünsterne in dem Spiel, die halt versteckt sind in verschiedenen Galaxien. Und wenn man alle drei hat, dann schaltet man die schwierigen Versionen von den Motion Control Level frei. Oh. Es gibt auch noch einen roten Stern. Es gibt da dieses Power-Up, den roten Stern, womit man halt fliegen kann für eine bestimmte Zeit. Mhm. Und dann gibt es ein Level, wo das eingeführt wird. Was ich aber komisch finde, ist, dass es dann nie wieder in dem Level vorkommt. Es kommt halt es kommt nur auf der Sternwarte, also auf der Overworld kann man dann rumfliegen. Aber ich finde das Item so super und es gibt kein anderes Level damit. Ja, schade. Also hier kann man auch einfach rüber. Weißt du, was ich mich halt frage bei so Sachen, ob sich Nintendo wirklich, ob Nintendo das wirklich übersehen hat oder ob sie sich denken, ah, wir lassen das drin, der Spieler, der findet das, der den belohnen wir. Nee, Nintendo ist da ganz anders. Nintendo wollte das bestimmt nicht. Wenn sie damals hätten patchen können. Ja. Also ist rausgenommen wahrscheinlich. Nintendo hasst Speedrunner. Das musst du wissen. Stimmt, in Odyssey wurden ja viele Tricks rausgepatcht und so. Oder generell in anderen Spielen auch. Ich glaube auch, ihr hattet ja letztens Metroid Dread. Ich glaube, da ist es auch so. Ja, da haben die auch schon wieder nachgepatcht. Ja, das Spiel ist zum Glück zu alt für Patches. Wir kannten.
Hier wird uns nichts mehr weggenommen. Sei froh. Ich glaube, es gab so Wii-Zeiten. Es gab tatsächlich eine Handvoll Patches für so einzelne Sachen. Ich meine jetzt eventuell Mario Kart Wii oder sowas potenziell. Das kann sein. Also wo du es dann irgendwie über den Nintendo Store runterladen musst, auf deine SD-Karte. Aber natürlich in den meisten Fällen, ich denke da auch, hey, wenn es irgendetwas ist, wo Casual-Leute eh nicht darüber treffen und es das eigentliche Spielerlebnis nicht stört, who cares? Ja. No? Ja, Nintendo macht halt komische Entscheidungen teilweise. Das mit Smash. Genau, die gab's ja so richtig. So, hier versuche ich auch einen präzisen Sprung. Genau. Wow, super. Ich habe einen Spin mit der Eisblume gemacht. Und ich habe das so getimt, dass genau in dem Moment die Eisblume zu Ende geht und ich dann noch einen normalen Spin machen kann. Und ja, was ich noch sagen wollte in Odyssey, das waren ja Sachen, die nicht das Game, das Spielerlebnis gestört haben. Das waren irgendwelche präzisen Clips in Wände, die man als normaler Spieler niemals im Leben machen würde. Wo man gar nicht drauf kommt. Aber fanden sie trotzdem nicht nett. Aber dann denke ich mir auch, verstehen die ihr eigenes Spiel nicht? Weil manche Sachen sind schon sehr obvious, finde ich. Es gibt ein paar Sachen, ein paar Skips, wo man sich denkt, wie kommt man darauf? Da kann ich es verstehen, dass Nintendo da nichts macht, aber manche Sachen, keine Ahnung. Nintendo bleibt für immer ein Rätsel. Ja. Man kann natürlich nie pauschal für Entwickler oder so sprechen, wie die dann sowas empfinden oder sehen. Aber ich sehe so ein Spiel, es ist ja quasi ein Spielzeug, ne? Ja. Wenn du jemandem Fußball in die Hand drückst und sagst, du darfst damit nur so spielen, wenn du auf dem Feld bist mit 2 Toren und 22 Spielern. Und nicht nach, okay, ich will aber den Ball nehmen und damit nur draufsitzen und rollen oder so. Na? Das ist denen doch scheißegal, die Leute, die den Fußball gekauft haben. Nintendo mag sowas nicht. Ja, aber Stop having fun. Komische Mentalität. Ich glaube, die machen das lieber selbst. Also die verkaufen dann lieber Editoren oder so Mario. Das Ding ist, seit neuestem, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die haben jetzt Smash Brothers, wollen die nicht mehr bei der Evo haben. Nintendo will das nicht. Okay. Also Evo will ja gerne Smash Brothers haben, hat sehr viele Leute dazu geholt. Aber welches Smash Nintendo Brothers, das richtige oder wollen die immer noch Melee spielen? Nee, das ist schon das Neueste. Ah. Mit Melee hat es ja angefangen bei der Evo. Jetzt mache ich auch einen Skip. Will nicht unterbrechen, aber... Ja. Nee, bitte, mach. Oh, was? Hier war's. Ich versuche in die Wand zu klippen, das hat gerade nicht funktioniert. Ja, aber es sah schon so aus, als ob du hinter wärst, aber dann tauchst du eben wieder vorne auf, aber... Normalerweise kannst du dahinter bleiben. So, jetzt. Ich muss halt genau dazwischen bleiben. Was ist los? Ja, die Plattform da ist sehr komisch, also das ist so eine Wand, die versucht dich aktiv raus zu pushen und man will halt perfekt auf dem Spot landen. Ja, aber wie gerade Luigi zu Luigi reingesprungen ist ins Bild noch, war einfach wunderschön köstlich. So, das merke ich gar nicht mehr. Ja, für dich ist das alles nur noch Farben, die irgendwie verwischen. Man muss halt direkt auf dem perfekten Spot landen und dann darf man nicht stehen bleiben. Dann muss man weitergehen. Und in den ersten beiden Malen, die Wand ist halt komisch, in den ersten beiden Malen, wo ich das gerade nicht hinbekommen habe, da war ich halt nicht direkt auf dem perfekten Spot. Und dann war ich in so einer anderen Area hinter der Wand, die ich nicht leiden konnte. Also ja, genau, man spielt ja das Spiel normalerweise mit Mario. Bei manchen Leveln rettet man Luigi. Und mit Luigi rettet man immer noch Luigi. Ja. Keine Ahnung warum, aber das macht man. Ach, jetzt rede ich mit Luigi. Weil wenn ich mit ihm rede, unlockt das quasi die Möglichkeit, Luigi-Sterne zu machen. Ja, aber also in manchen Galaxien, da schickt dir dann Luigi so einen Brief und sagt, hey Bro, ich habe den Stern gefunden, aber ich komme nicht mehr zurück. Bitte komm zu mir und hilf mir. Und das sind sehr, sehr schnelle Sterne. Mhm. Und deswegen nimmt man die kurze Zeit, um mit ihm zu reden, um halt dann diese Sterne zu machen. So, und wenn man jemanden fragt, der Speedruns kennt, aber nicht Galaxy Speedruns kennt, wie er sich Galaxy vorstellt,
dann ist es dieses Level. Nur Long Jumps. Nur Weitsprünge. Die ganze ja, Zeit. Ja, ich mach dir das auch, diese Stage. Erstens sieht sie lecker aus und sie hat coole Mario 3 Musik. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Mario 3 Musik gleich gewonnen in meinem Buch hier. Und lecker Kuchen. Ja. Nice. Was ich noch sagen kann, ich kann mir vorstellen, dass sich das nicht aufgefallen ist, weil es was ziemlich Kleines ist, aber ich habe ja gesagt, dass ich viele Starbits brauche, aber manchen Leveln sammle ich keine. Und das hat den Grund, dass jedes Mal, wenn ich welche sammle, kommt genau jetzt, würde jetzt eine Textbox kommen, die sagt, du hast so und so viele eingesammelt. Und dann gibt es so einen Countdown. Deswegen versuche ich, in so wenig Leveln wie möglich, so viele Starbits wie möglich zu sammeln, damit ich eben mit den wenigsten Textboxen trotzdem auf die Zahl komme. Das macht Sinn, ja. Jetzt kam gleich schon der erste Luigi-Stern wieder in der ersten Galaxie. Und ihr könnt sehen, wie schnell das geht. Das ist auch der kürzeste Split im Run. Das geht ruckzuck. Man geht so wieder ins erste Level rein. Und dann, jetzt kann man die Cutscene skippen. Und der ist schon da oben. Und ich kann einfach hoch. Und das war's. Er sagte, hi, ich hab den Stern. Tschüss. Dass der da nicht eine existenzielle Krise kriegt oder man zumindest den Text mal angepasst hat. Das sah easy aus. Das kriegst du wahrscheinlich auch mit Mario hin, oder? Ja, genau. Der Stern ist sehr einfach. Ja, das sah nicht so hoch aus. Mario ist nicht so viel schlechter als Luigi. Also die meisten Sachen kriegt man auch hin. Die sind nur dann ein bisschen präziser. Mhm. Man sieht aber es gibt ein paar Sachen. Erzähl bitte. Es gibt ein paar Sachen, die kann nur Luigi. Eben weil, wenn Luigi die gerade so hinbekommt, dann bekommt die Mario gar nicht hin. Mhm. Ich wollte kurz ergänzen, man sieht eben dadurch, dass die nicht gesagt haben, hey, wir tauschen einfach das Luigi gegen das Mario-Modell aus, wenn du mit Luigi spielst, damit du nicht diese Sachen hast. Denen ist anscheinend der Charakter von Super Mario super wichtig, dass sie lieber gesagt haben, dann haben wir zwei Luigis eben. Vielleicht ist auch der grüne Mario, den er hilft. Und ja, wir dürfen den Charakter von Mario nicht untergraben. Er darf nicht gerettet werden. Ja, Mario wird nicht gerettet. Mario ist ein Retter. Ja, da irgendeine weirde Philosophie ist da wirklich. Da hätten sie sich ruhig schon ein bisschen Arbeit machen können, finde ich. Jetzt das erste Schatten-Luigi-Race. Eigentlich muss ich so den langen Weg außen rum gehen, aber ich kann einfach direkt zum Stern, wenn ich das hinkriege. Der Skip ist relativ schwierig. Ich nehme auch, der hat doch gar keine Chance gegen dich, also bitte. Ja, Marathonregeln. Ja, das war eigentlich zu erwarten, aber ich wollte es versuchen. Ich gehe jetzt den anderen. Es ist nicht der normale Weg, es ist ein langsamer Skip. Okay. Ich wollte eigentlich nur beides zeigen. Gut. So, Luigi auch noch beim Start mit dem Hintern wackelt, ey. So viel langsamer war das jetzt aber nicht, für meinen Eindruck. Aber für deinen wahrscheinlich schon, oder? Ja, das sind 4 Sekunden. Ah, okay, ja. Also ja, es ist... 4 Sekunden ist so... Es ist zwar nicht notwendig, aber... Ach, wenn man es kann? Es ist schon gut. Es ist schon gut, ja. Und... Das war nur der Vorführeffekt. Natürlich kriege ich das sonst immer hin. Natürlich. Noch nie gefailt. Ja, this has never happened before. Zwinker, zwinker. Bis jetzt sind noch keine never happened before Momente in dem Run. Aber eigentlich in den meisten Runs gibt es welche. Also es kommen immer wieder neue Sachen. Meistens schlechte Sachen. Wie halt das Spiel ein bisschen... Der Satz war vorbei, keine Ahnung. So, jetzt kommt der nächste Komet, das ist der Tempo-Komet. Wir sind wieder in der Galaxie von eben, mit den ganzen Steinblöcken. Und jetzt sind sie einfach nur schneller. Das stört mich jetzt nicht so, weil ich mit denen eigentlich fast gar nicht in die Berührung komme. In Galaxy 2 gibt es eine Remake-Galaxie, die nur dieser Planet ist. Mhm. Und da sind die noch schneller. Also da sind die standardmäßig im normalen Level schneller als hier im Kometen. Und zwar, ich glaube, doppelt so schnell als das hier. Okay. Die gehen richtig ab. Aber ja, ich mache wieder denselben Skip. Sollte eigentlich wieder passen. Ja.
Aber jetzt hatte ich ja den Wandsprung, weil ich das nicht ganz perfekt hatte. Aber das ist egal. Ja, und noch 3 Level. Und dann sind wir mit der Hälfte durch. Dann haben wir 30 von 60. Mhm. Und genau, ja, bei 30, zeitlich passt das ganz gut, ne? Kommt zeitlich ungefähr hin. Hast du denn hier jetzt schon normalerweise immer ein Gefühl, ob du einen schnellen oder einen weniger schnellen Run hast? Also wahrscheinlich schon viel früher, oder, als hier? Ja, also ich habe keine festen Regeln. Ich habe halt meine Splits natürlich und da sehe ich halt, keine Ahnung, das hängt auch vom Tag ab. So manchmal denke ich mir, ah, egal, ich bin motiviert, ich mache weiter, obwohl ich irgendwie plus 30 oder so bin. Mhm. Manchmal denke ich mir, nee, Mann, das finde ich scheiße, yeah, Reset. Ja. Und manchmal ist man auch einfach schon zu tief drin, nach einer Stunde, wenn man dann irgendwas verkackt, was einen viel Zeit kostet, dann fällt es einem auch schwer, nochmal zu resetten. Ja, ich bin dann so jemand, wenn ich so ein bisschen weiter drin bin, dann mache ich entweder weiter oder ich höre komplett auf, aber ich fange nicht neu an. Mhm. Ist bei mir ähnlich bei längeren Runs. Ich gebe euch mal, Leute, die solche langen Spiele runnen, ich gebe euch mal einen Pro-Tipp. Ja, macht euren einzigen Versuch, wenn es von Sommerzeit auf Winterzeit wechselt. Weil dann könnt ihr eine Stunde sparen in eurer Runzeit. Genial. Das wird so. Das ist der wahre Cheat, ne? Weltrekorde macht ihn dann so. Das ist sogar etwas, was in Mario Odyssey benutzt wird. Also es gibt ja in Odyssey diese Pflanzen, wo man halt so einen Samen in so einen Topf wirft und dann wächst die Pflanze über die Zeit. Und dann setzen die Runner vorm Anfang des Runs, setzen die Uhr so, dass die das quasi pflanzen, dann gehen die zu einem anderen Mond und dann, wenn sie wiederkommen, ist genau der Umsprung auf Sommerzeit. Und genau dann denkt das Spiel, es ist eine Stunde vergangen und das Ding ist gewachsen. Und das ist halt das Speedrunning ist mir voraus in meinen Gags, ey. Aber das ist echt schon High-Quality Speedruns. IRL schon. Galaxy gibt's sowas leider nicht. Warum hat der einen Helm wie ein X-Wing Fighter? Mit der Brille und alles, ne? Vielleicht ist das Luke Skywalkers. Bisschen Skywalker, Geist. Ja. Geistwalker. Obwohl, den gibt's ja schon, ne? Skywalkers Geist. Spoilers! Nach 17 Jahren, ey. Vielleicht kommt wieder ein schnelles Secret-Level. Da gibt's einen Skip. Ich habe früher. Früher war es noch mehr Standard, dass man sagt, ja, zwei Spieler, also Typi ist schon anders. Man sollte schon 1P spielen, das war auch die Hauptversion von den meisten Runnern. Mhm. Aber es hat sich mittlerweile eingebürgert, dass man sich denkt, egal, wir wollen einfach nur schneller, besser werden. Eben. Und deswegen ist jetzt 2P Standard. Und früher mit 1P war dieses Level das Schwierigste im Run, aber jetzt ist es ein bisschen einfacher. Das ist halt so, eigentlich muss ich hier eine Münze einsammeln und die macht den Weg langsam auf. Aber ich kann einfach hier hoch. Die Schlüssel ignorierst du auch total? Ja. Weil normalerweise sind, da wo ich gerade raufgesprungen bin, da ist normalerweise eine Tür. Und die Türen sind schon vorher gespawnt. Mhm. Nur der Boden noch nicht. Okay. Deswegen kann ich schon auf die raufspringen und dann einfach hoch. Mhm. Und früher war das halt so, mit einem Spieler. Da kann man ja diesen Mid-Air-Jump nicht machen. Deswegen geht man auf eine andere Tür und muss von der unsichtbaren auf eine weitere unsichtbare springen. Okay. Und dann von der nochmal präzise zum Ende. Und das war schon der größte Runner-Killer eigentlich. Aber jetzt ist es okay. Ich finde, also es gibt Leute, die das Spiel nicht so gut kennen, die sagen, ja, 2P macht das viel einfacher, finde ich kacke. Aber ich habe jetzt viel Erfahrung mit beidem und ich finde, es ist sehr anders, aber es ist nicht keins so schwieriger als das andere. Es hat halt, beide haben ihre eigenen Schwierigkeiten. So. Okay. Manche Skips sind halt
mit dem einen leichter, manche Skips mit dem anderen leichter. Und manche Skips gehen auch nur mit zwei Spieler. Und natürlich will man die da machen, aber die können dann auch schwierig sein. Aber positioniert ja, hier. Safe Spot. Ja, genau. Wobei, es ist eigentlich egal, wo man ist, wenn man sich duckt, ist man da immer safe. Ah, okay. So, jetzt kommt der nächste Bowser Jr. Kampf. Er hat so ein Spaceship und ich muss ihn halt mit den Koopa Shells abschießen. Also langsam hätten sie es lernen müssen, finde ich. Also wie oft sie diese Koopa Shells oder die Raketen gegen sich selbst verwendet sehen, müssen sie irgendwann nochmal auf den Trichter kommen. Das ist so böse wie 101. Vielleicht ihre Schiffe Koopa Shell sicher machen. Ja, genau. Ja! Na? Und extra dann ein paar Koopas hinstellen, um zu baiten. Ja, komm. Ja, komm, hol sie dir, genau. Damit der Spieler erstmal eine Stunde lang raffen muss. Ey, wie mache ich den denn jetzt? Ja, der dritte Bowser Junior Fight, der macht man nicht in den Run, aber das ist quasi so ein Oktopus, der so, ich glaube, das sind Kokosnüsse, auf dich schießt. Diese halb grünen, ja, wie nennt man das, Bälle. Und die muss man einfach spinnen und direkt wieder auf ihn zurückschießen. Da frage ich mich, ob der das nicht irgendwie nach zwei Hits oder so checkt, ob der nicht versteht. Ich sag dir, das sind halt die Gespräche. Die Gespräche beim Super Mario Therapeuten dann, ne? Ja. Schon wieder mit meinen eigenen Waffen geschlagen. Ich weiß, ich wollte es doch nicht mehr machen, mich dann so zur Schau zu stellen. Aber ich kann nicht aus er meiner kann Haut. Nicht anders. Er hat nur das gelernt. Was soll er machen? Also ja, suchen Sie sich ja, doch eine ja andere Arena quasi aus. Aber ich kann ja nicht. Ja, das die haben sie auch schon 100 Mal gemacht. Also sie haben, glaube ich, schon alles versucht. Ich kann verstehen, dass sie verzweifelt sind. Naja. Sie sind ja auch brainwashed von dem. Ja. Das ist natürlich. Sterne. Und von Bowser. Bowser sagt ihm so, du hast den Stern, du bist stark, du kannst Luigi besiegen. Und dann versucht er es. Und, ja. Gute Motivationsrede auf jeden Fall. Das ist auch wahrscheinlich dann auch Bowser, der will ja auch nicht zugeben, dass er dann das nicht durchdacht hat oder so. Meine Pläne sind narrensicher. Ja, genau. Es liegt an euch. Aber warum hast du Mario nie besiegt? Ja, weil ihr mir nicht geholfen habt. Also, ja, genau. Es liegt an der Gesellschaft. Stell's immer. Ihr bezahlt mir nicht genug dafür. Ja. Ach, entweder. Aber ich hab eben wieder mit diesem Brieftoad gesprochen, weil es wieder einen Luigi-Brief gab. Und jetzt hole ich hier noch zwei schnelle Sterne. Und gleich kann ich den Out-of-Bounds-Skip von vorhin, den Autoscroller, nochmal versuchen. Diesmal wirst du ihn kriegen. Wenn ich Sinn kriege, ist cool. Wenn nicht, ist auch okay. So, das Level ist sehr... Ups. Ja. Ich wollte nicht landen. Das Level ist sehr unspektakulär. Es gibt halt diese Noten, die ich halt einsammeln und dann wird daraus so diese Musik gespielt. Oder ja, ist es eigentlich nicht Musik? Eigentlich gehen die Töne nur höher. Ja. Aber es gibt, also ist auch schon Melodie. Es gibt andere solche Noten im Spiel, wo es dann wirklich eine richtige Musik spielt. Mhm. Es gibt eine Stelle, wo es dann diese 1-2 Underground-Musik spielt und so. Okay. Ja, das ist natürlich ganz cool. Die wird ja auch in jedem Spiel wird die ja auch geremixed und so. Überall klingt sie anders. So. Gleich kommt die Stunde der Wahrheit. Werde ich es hinkriegen oder nicht? Let's see. Und das ist jetzt der Luigi-Stern. Also ich gehe nochmal zum Ende des Autoscrollers, nur er ist jetzt unter dem Planeten Luigi gefangen in so einer Kuppel. Da kann ich sogar verstehen, dass er nicht rauskommt, weil aus so einer Glaskuppel kommt man schwer raus. Aber vorhin war er nur auf dem Dach. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Let's go. Oh mein Gott. Geschafft? Yes! Ja. Nice. Jetzt muss ich nur nicht hier sterben. Was sollte eigentlich gehen? Ja, das ist gut, weil das habe ich noch nie in so einem Showcase-Run hinbekommen. Nice, nice.
Siehst du, da hast du doch deinen Never Happened Before Moment. Ja. In der Showcase. Ja, ich bin positiv. Guter, ja. Ja. Geht doch andersrum. Oh Gott. Ja. Er ist hier drin gefangen. Jetzt wieder, yo, danke. Sehr geil. Wie viel hat das jetzt gespart? Und, 25 Sekunden. Ja, nice. Das war nicht perfektes Movement, so, ich würde sagen, so 22 ungefähr. Der andere, sehr gut. Der andere Luigi war ganz baff, hat sich nicht mal bewegt. Oder ja. So, ne? Das bin ja ich. Okay, das war jetzt 24. Jetzt. Das ist immer wieder toll. Ja, diese Grünsterne schicken einen immer wieder zurück zur Mitte des Observatoriums. Hm. Und das sind so kleine Sachen. Man versucht, die Sterne halt so zu machen, dass man sich möglichst wenig hier auf der Overworld bewegt. Und es ist sehr kompliziert. Also es gab schon viele Routen in der Zeit, in der ich das Spiel gespielt habe. Und jedes Mal waren es ein paar Sekunden nur durch irgendein bestimmtes Movement oder ein paar Textboxen zu werden weggekartet. Also das ist schon kompliziert. Da steige ich selbst auch nicht durch. Ich lass es andere machen und ich spiele es dann. Man muss ja auch nicht alles wissen. Hauptsache machen. Ja. So, und das ist jetzt die Galaxie, die ich vorhin meinte. Freeze Flame. Im Deutschen heißt sie Eisvulkan, glaube ich. Und die finde ich halt super. Es ist halt so, das erste Level ist komplett Ice-based. Das zweite Level ist komplett Lava. Und das dritte ist eine Mischung. Und ich finde die Musik, die gleich spielt, super. Also auch dem nächsten Planeten. So, erstmal der Pinguin, der ist eigentlich voll böse. Der sagt dir so, ha, du wirst mich niemals fangen, alter Opa. Beleidigt Mario Luigi dich nicht. Die Zukunft ist jetzt, alter Mann. Aber ja, dann da hat wohl nicht damit gerechnet, dass Luigi sportlich ist. Oder dass ein Speedrunner ihn steuert. Mhm. Ja, damit auch nicht. So. Hier gibt es wieder einen Bosskampf. Ich hole mir jetzt die Eisblume. Vielleicht die brauche, um hochzukommen. Weil das hier sind so Wasserfontänen. Und ich muss halt Eis sein, damit ich drauf stehen kann. Ja. Wenn man da kein Eis ist, fällt man einfach wieder runter. So. Der Boss. Chris. Ja. Der ist der König hier oder so. Es gibt da diese kleinen Eisbälle da unten. Und der ist der König. Und anscheinend hat er was gegen Luigi, aber Luigi hat auch was gegen ihn. Und gewinnt. Stücke gehauen. Arme. Gut. Es gibt auch so Fan-Theorien, dass die Bosse, die man besiegt, eigentlich nicht böse sind und nur durch Bowser böse wurden. Natürlich, und so. Natürlich. So wie bei Mega Man. Ja. Ja, da, ja. Und Sonic. Und Sonic. Ja. Und in vielen anderen Spielen auch. So, jetzt. Gregor denkt jetzt nach. Ich will jetzt auch noch was sagen. Ja, ich versuche da zu sehen, bei Sonic, ja. Aber ist Metal Sonic böse oder ist er so programmiert? Der sieht schon böse aus und hat Metal im Namen, der muss. Aber gehst du dann nicht nach äußerem Sieher? Ja, und ja, Metal sind weil, ja eigentlich nett. Also ja, genau, Metal, Leute, die Metal hören sind eigentlich. Aber nein, das sind ganz schlimme Leute und sehr aggressive Menschen. Das habe ich auch gehört. So wie die Musik auch. Dass ihr das geklärt habt. So, das ist jetzt das Level. Es fängt wieder auf diesem Planeten an. Jetzt sammelt diese Sternfragmente. Mhm. Und gleich kommen wir halt in die Lava-Section. Und da gibt's einen Skip. Der ist saved. Halbe Sekunde oder weniger. Aber der ist super cool zum Anschauen, finde ich. Zeig uns den. Und man denkt halt, ja, man skippt das ganze Level. Es muss schon viel sein. Aber es gibt einen anderen Weg, der auch viel skippt, der ist halt einfacher und eigentlich auch sicherer, aber warum? So, man holt sich jetzt hier 6 Leben und dann boostet man sich hier an der Wand. Dann hat man sehr viel Momentum und fliegt komplett bis zum Ende.
Jo. Nein, okay. Uff. Okay, okay. Alles gut. Ja, alles gut. Ja, nice. Nein. Oh, oh. 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 Schade. Wenn er da Ledge grabt, dann kommt man nicht mehr runter. Oh. Eigentlich wollte ich an der Fackel vorbei. Aber Luigi wollte sterben. Keine Ahnung, was er... Weil normalerweise, wenn man Ledge grabt, dann kann man auch eigentlich wieder runter. Mhm. Aber genau an dieser Fackel kann man nicht runter. Man kann okay. nur hoch und sterben, wenn man halt ein Leben hat. Das ist ja weird. Aber ja, so eine Lava Boost sind nice. Die gibt's auch in Mario 64. Die fand ich auch immer sehr cool. Ja, stimmt. So, jetzt aber. Okay. Alles gut. Oh, okay. Ja, das war. Ich dachte auch gerade. Ja, das war. Schon knifflig, aber sah nice aus. So, und anstatt jetzt ein Level in einem Zug zu machen, springt man durch die Level durch. Einfach nur, weil dadurch ein bisschen weniger Textboxen auftauchen. Das ist alles sehr klein und es ist ein bisschen verwirrend erstmal, weil früher war es so, man geht in ein Level, macht da alle Sterne, dann geht man ins nächste, macht da alle Sterne. Aber jetzt macht man hier zwei, dann eins, dann wieder zwei und so. Mhm. Aber deswegen, ich war bei ESA, wenn ihr das kennt. Ja. Und da hatte ich halt keine Splits. Und deswegen war ich mir gar nicht sicher, wo ich lang muss. Und dann habe ich sofort auf dem Handy die Route aufgemacht. Ja, das hatte ich bei Dings nur bisher bei The Messenger, weil es ein relativ langer Speedrun war. Also ohne Splits konnte ich mich erstmal auch nicht orientieren, wo ich lang muss. Sehr interessant. Man sollte annehmen, ihr habt das alles so im Kopf, dass es völlig egal ist. Und ja, okay. Nach einer Zeit schon, klar. Aber gerade für den Anfang, so, da musst du schon auf die Splits gucken. Oder wenn du es lange nicht mehr gerannt hast, dann sowieso. Ja. Ja. Die Route ist auch relativ neu, würde ich sagen. Ja, das kommt auch noch dazu, dass Routen sich ändern, ja. Das Ding ist halt, wenn man die ganze Zeit nur auf Autopilot spielt, dann macht man sich nicht die Mühe. Ja. Das Ding ist, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und so vom Gefühl konnte ich schon die Reihenfolge, aber ich war mir nicht immer 100% sicher. Vor allem hier musst du auch sehr viele Stages anwählen und genau den richtigen Stern auch immer anwählen, ne? Das ist ja noch ein bisschen komplizierter. Es gibt ja die Kometen und die sind auf bestimmten Zyklen. Und es ist halt so, dass man was ja davon abhängt, welche Sterne man schon gemacht hat und wie viele man hat. Wenn man halt jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Stern skippe, der den Komet freischaltet, dann ist die Route erstmal für eine Weile unbrauchbar. Da muss ich selbst irgendwas machen. Ja, jetzt gehe ich wieder hier zurück. Und jetzt kommt quasi dieses Eis-Lava-Gemisch. Hier muss man eigentlich außen rum gehen. Aber ich kann einfach so machen. Okay. Ich denke, das. Oder wie sage ich das? Das war ja das erste wirkliche Spiel, was Nintendo so mit Gravitation gemacht hat. Mhm. Und ich denke halt, die Physik davon ist schon kompliziert zum Programmieren, kann ich mir vorstellen. Und man kann da vielleicht auch vieles machen, was nicht vorgesehen ist, einfach weil die Engine so komplex ist. War auch ein bisschen neues Territorium für die Entwickler wahrscheinlich. Dann kannst du aber sagen, das Mario-Universum, so funktioniert das eben da. Ja, Nintendo-Logik. Mhm. Die Fackeln anmachen und
oder weiter. Ich hätte manche Sachen in dem Spiel, die sind so als Casual-Spieler gar nicht so offensichtlich. So. Also ich kann mir vorstellen, dass es schon ein bisschen dauert, bis man so versteht, dass man die Fackeln da anmachen muss, ja, um weiterzukommen. So. Hier kann ich mit der Eisblume auf Lava skaten. Mhm. Schön weiter. Du bist auch relativ schnell mit der Eisblume, ne? Ja, weil man kann schütteln, mhm, und dann hat man sehr viel Momentum. Dann läuft man nicht mal, dann skatet man so. Ja, ja, oder wenn, ja, dann beim Skaten einen Weitsprung macht, dann kommt man sehr weit und sehr schnell voran. Ein bisschen wie Schlittschuhfahren. Ja, genau. Aber es geht natürlich nur auf Eis. Mhm. Jetzt kommt wieder ein Bosskampf. Es gibt sehr viele so kleine Minibosse im Spiel. So, es wurde ja später so kritisiert, dass in 2D Marios nur die Koopalinge kommen. Also quasi nur die Kinder von Bowser, die eigentlich achtmal jede Welt derselbe Kampf sind. Ich finde, hier ist es schon sehr gut gelöst. Und was in dem Spiel auch so ist, das ist bestimmt in anderen Spielen auch so, wenn Sachen nicht auf dem Screen sind, dann existieren sie nicht. Wenn jetzt dieser Gegner da vorne nicht auf dem Screen ist, dann bewegt er sich nicht. Dann ist er zwar noch geladen, aber dann bleibt er da, bis ich ihn wieder onscreen hole. Ah. Und genau das versuche ich hier auszunutzen, damit ich mit diesen Gegnern quasi die besten Cycles habe. Was habe ich jetzt nicht perfekt geschafft? Und manchmal ist es verwirrend, weil eigentlich hat man was getroffen, aber es war offscreen und da muss man nochmal hingucken, damit es wirklich passiert. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Aber hier, es sieht so aus, als könnte man einfach diese Äpfel skippen, also einfach rüberspringen. Aber genau hier hat Nintendo daran gedacht, unsichtbare Wände zu machen. Keine Ahnung, hier, da haben sie es anscheinend vorher gesehen, dass man skippen kann. Mhm. Aber ja, manchmal platzieren sie auch unsichtbare Wände und man kommt trotzdem rum. Aber die sind nicht, die sind komplett, versperren alles. Der arme Hase, rette ihn! Gut gemacht. Nervt doch nicht hier. Der hat den imberblauen Panzer aus Mario Kart auf dem Kopf. Ja. Der kann doch nur OP sein, der Typ. Also das ist so einer, der fragt, habt ihr meinen blauen Panzer gesehen? Ich kann den nicht finden. Ja. Er ist rot. Oh, oh, rot. Ich habe nur einen roten gefunden. Holy shit. Wie so ein Emotionsring, nur als Helm. Ja. Oh. Hätte er mal den Panzer benutzt. Mhm. Ich würde mich schon wohler fühlen, wenn dann so ein kleiner Maulwurf rauskommen würde und nicht einfach puff und weg. Ja. So fragt man sich schon, was haben wir da getan? Ja. Weine nicht um mich. Ich bin schon längst tot. Ich meine, wir sind auf seinen Planeten gekommen. Also es ist ja schon auch ein bisschen quasi. Ja. Aber er hat auch einfach einen Hasen angegriffen. Das kann man ja nicht machen. Ja, schon. Ja, stimme ich dir zu. Aber jetzt kommt ein. Entschuldige, wie wir bei Odyssey gesehen haben, eigentlich sind die Hasen ja die Bösewichte. Das ist hier die Origin-Story von denen. Oh, neue Theorie. Vielleicht sind das die Hasen in klein. Ich werf das mal mit rein. Wahrscheinlich ist das so entstanden. Wir haben denen hier geholfen, dann sind sie größenwahnsinnig geworden bei Odyssey. Na. Neue Lore. Oder vielleicht, nachdem wegen den Luigi Rabbits, jetzt weg war, so Luigi ist jetzt da abgehauen und dann kommt Bowser hin und sagt, yo, Hase, alles gut. Und nimmt den so unter seine Obhut. Ich kümmere mich um den. Ja.
Hey, ab heute bist du mit mir. Hier wird es an nichts mangeln. Ja. Bowser ist ein guter Redner. Kann man nicht sagen. Ja, Bowser ist auf jeden Fall der Pate. 100 pro. Ich hab alle Karotten, die ihr euch vorstellen könnt. Möhren, so groß wie Türme. Kannst du dir richtig gut vorstellen, ey. Und die Hasen... Dann haben sie die Möhren gegessen und wurden dann zu diesen Raging Rabbits. So war das. Ich finde, das Level hat alles. Ja, alles. Ich finde es eins der Level mit dem spaßigsten Movement im Run. Mhm. Weil man halt quasi alles machen muss. Ja, sieht auch sehr nice aus. Oh Gott. Man sieht es zwar nicht immer, aber nebenbei sammelst du immer wieder diese kleinen Dinger ein mit den anderen Controller. Es ist schon sehr viel, worauf du achten musst. Denkst du darüber noch nach? Über das Einsammeln mit den Zeigern? Nee. Automatisch. Ich sehe was. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist wahrscheinlich einfacher. Ich will das einfach nicht mehr drüber nachzudenken. Ich mache das aber auch schon sehr. Also, ich versuche das schon so optimal wie möglich zu machen. Weil normalerweise, wenn man anfängt, holt man einfach in ein paar Leveln oder in vielen Leveln holt man ganz viele. Man achtet gar nicht auf diese Textboxen, es ist ja nur ein kleiner Timesave und dann kommt man da schon gut durch. Also ich werde wirklich so jede Sekunde rausholen, die geht. Natürlich nur, wenn es halt vertretbarer Aufwand ist. Mhm. Also manche Strats mache ich auch nicht, einfach weil die es nicht wert sind. So, hier kommt der nächste Schatten, Luigi. Was ich komisch finde, diese Section ist ja das Ende vom dritten Level hier. Aber der Komet schaltet sich schon frei nach dem ersten Level. Also ist das eigentlich voll der Spoiler. Hm. Und das ist auch nirgendwo anders so. Keine Ahnung. Aber ist halt so. Akzeptiere ich. Jetzt sind wir mit der Galaxie fertig. Jetzt waren wir noch ein paar in der anderen Galaxie und dann sind wir bald auch schon mit der vierten Welt fertig. Was ich noch gar nicht erklärt habe, weil ich das automatisch mache, kann ich gleich zeigen. Also normalerweise, wenn man nach einem Launchstar landet, dann hat man kurz diese Animation, dass man so richtig so stehen bleibt. Das könnt ihr jetzt sehen, so er bleibt so stehen und erst nach so einer Sekunde läuft er weiter. Okay. Aber wenn man landet, dann in First Person geht und direkt wieder rausgeht, dann skippt man das. Ah. Und das mache ich quasi auf jedem Planeten. Aber mittlerweile ist das so automatisch, dass ich da gar nicht dran denke. Ja, bei den ganzen Leveln, wenn es zusammenkommt, sparst du bestimmt eine Menge, wenn du es jedes Mal machst. Ja, es ist jedes Mal eine halbe Sekunde. Ja. Und das ist schon viel. Also ihr könnt das jetzt sehen. Zwar relativ schnell, aber man hat es auch im Run wahrscheinlich so etwas über eine halbe Minute würdest du dadurch allein schon sparen. Ja, ich glaube ungefähr so. So, jetzt mache ich es nochmal. Ich versuche das so zu machen. Also das machst du öfter in einem Level als nur einmal, okay. Dann sparst du wahrscheinlich mehr als eine halbe Minute. Ja, nur in manchen Leveln gibt es halt das gar nicht. Das baue ich nicht wieder aus. Und ich mache das halt so. Ich gehe mit dem Steuerkreuz oben in First Person. Oder ich mach erstmal diesen Skip. So, gut. Okay. Also ich gehe mit dem Steuerkreuz nach oben in First Person und dann nehme ich den anderen Zeigefinger von der linken Hand und versuche so bald wie möglich A zu drücken, okay, weil man so aus First Person rauskommt. Aber
ja, Leute finden das komisch. Die meisten rollen einfach nur von Steuerkreuz oben auf unten. Aber ich finde das mit A besser. Es gibt halt viele Sachen, die so Preference sind. Zum Beispiel, ich habe ja die Wiimote zusammengetaped. Und vielleicht sieht man das. Mhm. Quasi back to back. Mhm. Aber andere machen es auch side to side. Mhm. Also halt seitlich. Interessant. Aber manchmal muss man beide A's gleichzeitig drücken. Und ich finde es besser, das so quasi zu machen. Also so. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das sieht. So. Mhm. Ja. So. Anstatt irgendwie meine Hand so komisch zu verrenken. Weil wenn die nebeneinander sind, muss man so einen komischen Grip machen, den ich nicht mag. Interessant. Ich hatte es mir, als du es gesagt hast, auch eher side by side vorgestellt, weil so ist die eine ja auf dem Kopf, ob das für das Zeigen noch vernünftig funktioniert. Ja, ne, das funktioniert genauso. Das ist zum Glück kein Problem. Zum Glück musst du auch nicht großartig mit den Zweitcontroller Steuerkreuz und sonst was benutzen. Mhm. Der ist eigentlich nur für Zeigen und zum A drücken. Mhm. Deswegen geht das. So, jetzt kämpft man wieder gegen den, nur mit einem Leben. Aber es ist schon manchmal ein Problem. Also es geht nicht immer so locker wie jetzt. Oh ja. Der Hase wurde wieder gerettet. Keine Ahnung, wie das wieder passiert ist. Er mag das einfach. Ja, sperr mich ein. Ja. Oh. Lass mich nicht raus. Das bestätigt doch die Theorie noch ein bisschen mehr. Die sind verbündet. Die sind jetzt schon verbündet und wollen nur Luigi anlocken. Ach, du meinst, das ist so ein bisschen, ja, wir locken damit die Helden an und werden die schön ausnehmen, ne? Ja. Ich bin doch nur ein armes Häselein. Und der kommt eigentlich ein schneller, ein spektakulärer Stern. Das Secret hier. Vielleicht sieht man das von hier. Nee, sieht man nicht. Auf dem Planeten gleich. Also ich muss erstmal diese Fragezeichenmünzen sammeln, damit dann gleich so ein Unbesiegbarkeitsstern spawnt. Und dann gibt's gleich auf dem nächsten Planeten einen goldenen Kettenhund. Und den muss ich damit umbringen und dann spawnt ein Stern. Und ich finde sogar, als Casual-Spieler kann es schon ein bisschen schwierig sein, darauf zu kommen, dass man eben... Weil man hat auch nur eine Chance, diese Fragezeichenmünzen einzusammeln. Und jetzt gleich kommt ein Trick, der ist eigentlich super einfach, aber der sieht... Komplett der sieht sehr spektakulär aus, finde ich. Und der sieht so aus, als, keine Ahnung, hätte man das Spiel gehackt oder als würde man cheaten, weil es eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Aber ihr seht gleich, was ich meine. Jetzt machst du uns heiß. Ja, gleich benutzt man auch zum ersten Mal die Biene. Hier kann man sie nicht skippen. Aber will man auch nicht, weil man mit der eben die Tricks macht. Wieder mit der coolen Musik. Oh, damit kann man, wenn man es richtig macht, sehr hoch fliegen. What? Normalerweise geht das nicht. Okay. Normalerweise kann man nur so fliegen, wie jetzt. Ah, ja. Wenn man halt... Ich glaube, das liegt daran, dass quasi die Gravitation sich ändert. Also jetzt gerade wird man ja von der Seite angezogen, aber wenn man genug rausspringt, zieht man wieder nach unten. Ich glaube, dieser schnelle Gravitationswechsel bringt die Engine auseinander oder so. Hm. So, jetzt macht man es nochmal. Noch mehr. Nice. Als ich vorhin jetzt gerade... das erste Mal gesehen habe, wie du dieses Power-Up hast, dann dachte ich, ey, dieses Power-Up ist doch voll OP, wieso hast du es nicht vorher eingesammelt?
Nee, normalerweise kann man damit nur sehr langsam. Ja. Sehr. Und nicht so weit. Hat man ja kurz gesehen. Ja, stimmt. Ich hab nicht dran gedacht, wenn man das zum ersten Mal sieht, dann sieht das erstmal so normal aus. Aber ja. Ist es nicht. So, jetzt kommt auch ein Level, was eins der schwierigsten Level Run. Ich glaube, ich kriege das hin. Der nächste Bowser. Das Level hat als Theme quasi wieder Gravitation, aber sehr extrem. Es gibt quasi diese Pfeile, die ihr hier seht. Und die Pfeile zeigen dir an, in welche Richtung es gerade geht. Mhm. Und man muss halt, eigentlich muss man, ist das so ein Autoscroller, man muss sich da so anpassen, immer auf die richtige Seite gehen, aber kann man auch sein lassen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah ja. Ich versuche jetzt einen Clip. Ich hoffe, das funktioniert. Let's go. Ah, nice. Gott. So, jetzt kann man hier einfach rein bin und das alles skippen. Gott. Oh Gott. Okay. Ah, sehr nice. Sah sehr cool vom Movement aus. Das war gut. Nice. Du schon wieder? Bowser. Das, ja, vom Prinzip dasselbe wie der letzte Bowser-Kampf, nur ist er jetzt ein bisschen stärker. Letztes Mal konnte er nur springen. Jetzt kann er auch die Spin-Attacke. Oh. Wollte ihn eigentlich da treffen. So, er spinnt jetzt, aber ich kann das einfach canceln. Und dann springt er gleich wieder. Dann macht er wieder denselben Move. Er lernt immer nur eine Sache zur Zeit. So aber immerhin lernt er. Ja. Muss ja auch sagen, immerhin. Er ist sehr fokussiert hier. Er konzentriert sich auf eine Sache. Ja, ist gut. So, jetzt macht er zwei Spins. Und gleich, Achtung, in der letzten Phase macht er drei. Ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Er lässt sich auch immer wieder was Neues einfallen. Also, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch so einfach zurechtkomme. Naja. Du hast es hingekriegt. Ah, nein. Vorsicht, Feuer! Okay. Alles gut. Kein Problem. Wenn man hier stirbt, ist es sehr schlimm, weil dann spawnt man vor dem Kampf und muss den ganzen Kampf nochmal machen. Oh ja, das war okay. Weil normalerweise kann man ja ein Spin in der Luft machen und dann gibt es so einen Cooldown und man kann erst wieder einen weiteren machen, wenn man auf dem Boden ist. Weil sonst könnte man ja unendlich hoch quasi. Aber man kann trotzdem noch quasi Spins machen, die keine Höhe gewinnen, aber trotzdem angreifen. Und das habe ich eben gemacht. Das sieht komplett lächerlich aus, weil er sich nur einmal langsam dreht. Aber es ist effektiv. Und jetzt startet das Late Game. Also, ich finde immer so, nach diesem Boss ist der Anfang vom Late Game. Und jetzt kommen ein paar schwierige, ein paar einfache Level, aber meistens schwierige. Jetzt habe ich quasi den Engine Room frei, quasi das Herz des Observatoriums. Weil ab jetzt kann es als Sternschiff fungieren. Ab jetzt kann es wirklich reisen. Das ist so die Story dahinter. Du brauchst doch gar nicht mehr so viele Sterne, ne? 16 oder so? Ja. Genau, 16 steht hier unten unter den Füßen. Spoiler. Oh, sorry. Kann man auch einen kleinen Skip machen? Nice.
die beiden Loomers sind halt so perfekt ja. da drin, dass man einfach rausspringen kann. Manche Loomers, die da rumfliegen, die sind random, die fliegen irgendwie rum. Aber genau die zwei, die man braucht, die sind immer da. Deswegen sehr ist gut. Das ganz nett. Das ist auch so ein Skip, der safe wenig, aber sieht cool aus. Und das ist auch die Regel im Speedrun. So. Es ist nicht so wichtig, dass man viel Zeit spart, sondern es muss cool aussehen. Richtig. Das ist das Wichtigste. Das ist auch das Motto hier bei Speedrandale. Und das ist auch das, was die Leute natürlich sehen wollen, die coolen Tricks und so. Mhm. Auf jeden Fall. Aber Hauptsache die coolen Tricks. Die coolen Tricks. Wir entscheiden, was cool ist. Ich ja. Danach. Herbst. Genau, das ist. Das ist quasi so ein Remake von der ersten Beam Galaxy. Die war ja also eher frühlingsmäßig und das ist jetzt die Herbstversion. Mhm. Aber der erste Planet ist quasi fast gleich. Oh Gott, nein. Okay. Okay. Nochmal gut gesaved. Ja, der Trick ist relativ schwierig. Und jetzt ein guter alter Freund kommt wieder zurück. Wir lieben ihn, wir kennen ihn. Der Hase. Mhm. Und diesmal müssen wir ihn nicht retten, sondern wieder fangen, wieder abschießen. Und dann gibt er sich schon gestanden. Aber, ich hab doch gar nicht angefangen. Jetzt fangen ist das Problem. Jetzt fangen die Hasen an wütend zu werden, ja, weil ja. Luigi ja, so langsam, die Tat, so langsam die Story entsteht. Es gibt noch mehr Hasenleveln im Spiel. Nicht im Run, glaube ich, aber noch im Spiel gibt es welche. Ich glaube, wenn man alle macht, dann werden sie böse. Hm, wahrscheinlich. Und was auch noch ein guter Vorteil ist von Luigi, wenn man da jetzt, da hatte ich schon ein bisschen Glück, dass ich den getroffen habe, aber wenn ich den verfehle, den Hasen mit den Sternteilen, dann ist es nicht so schlimm, weil Luigi trotzdem so schnell rennt, dass ich den nach einer Zeit einhole. Aber Mario kann das nicht, der ist zu langsam. Und deswegen muss man mit Mario dann da den normalen Weg gehen. Und das sind irgendwelche, da gibt es einen Schalter und dann stellt man Wände auf und versucht ihn so in Wände zu locken und das ist sehr, sehr langsam. Und Mario hat so ein paar Sachen, wo man gut spielen muss, sonst verliert man sehr viel. Die Schnabeltiere aus Sunshine. Sind nützlich, um hier hochzukommen. Nimmt man mit. Wir haben es ja schon ausgeführt. Immer wieder sehr, sehr schön, sich solche Mario-Runs gerade von solchen Games dann anzuschauen. Ja. Ideenreichtum als auch das Movement und die Sachen, die man da anstellen kann. Ja, es ist krass zu sehen, weil man ja im Speedrun alles auf einmal sieht. So, ne? Ja. Die ganzen Ideen, da ist so viel drin und das ist so kreativ. Sehr viel geiles Gameplay auf jeden Fall. Du musst mal sie einen Speedrun mit einem schlechten Jump'n'Run organisieren. Wann kriegen wir Balan Wonderworld hier? Ja, hey, ich habe neulich Mega Man wieder gezockt. Und ja. Ja. War sehr shitty. Der Skip am Ende eben, wenn ihr drauf geachtet habt, der ist eigentlich auch relativ schwierig, weil man versucht, mit einem Mid-Air-Jump da hochzukommen. Und dann quasi am untersten Rand der Blume ist so ein kleiner Stummel, wo man versucht, einen Walljump zu machen. Nur, dass es nicht immer funktioniert. Und das kann manchmal sehr in die Hose gehen. Also das war schon sehr halb Skill, halb Glück, dass ich das Ding bekommen habe. Es war alles Skill. Stimmt, ja. Alles natürlich, Skill. Alles Skill. Und wenn, Glück gibt's nicht. Aber wenn es schlecht läuft, dann ist es nicht meine Schuld. Ja. Wenn schlecht läuft, dann ist es einfach Bad Luck. RNG. Ja. RNG gibt's zum Glück nicht so viel hier. Also das Einzige sind so Positionen von Goombas oder so. Aber nichts, was wirklich bedeutungsvoll ist. Da ist jetzt in Sunshine richtig viel. Ja. Nein. Okay. Was? Okay. Grab auf hoch. Okay. So, hier. Da rechts ist der Boss-Trigger. Aber man kann
einfach spinnen und davor auf dem Zaun landen. Und jetzt kann ich den Boss besiegen, aber er ist noch nicht, getriggert. Das heißt, er macht nichts. Nice. Wir machen hier alles komplett. Er ist böse, aber er macht nichts. Ja. Er schlafwandelt, glaube ich. Meine Schicht hat noch nicht angefangen. Sagen. Kann ich nichts dafür. Oh mein Gott. Ich glaube, Bowser zahlt ihm nur mindestens. Arbeitnehmerschutz. Ich glaube, er ist nicht so motiviert. Na, Bowser hat ihn befunden, sobald er den Boden berührt, greif ihn an. Okay, ich warte, bis er den Boden berührt. Du hast gesagt, er hat den Boden nicht berührt. Ich hab das hier in dem Memo, stand das genauso drin, ja, was wir gekriegt haben. Ich hab den Vertrag genauso unterschrieben. Ja. Ihr könnt mir nichts. Und ich gehe jetzt in den Urlaub. Der Boss hat alles richtig gemacht. Guck mich an, wenn der Scheiß wieder aufgebaut ist. Ja. Arbeitnehmer sein kann auch Vorteile haben. Kann auch Überstunden abbauen. Jetzt kommt eine Galaxie. Eine Galaxie, die sehr verspielt ist. Das ist quasi das Theme ist quasi Spielzeuge und so Sachen hier. Man ist quasi in einem riesigen Kinderzimmer. Das fand ich auch sehr geil. Keiner. So, man sieht im Hintergrund, dass es ein Kinderzimmer ist. Ich habe keine Ahnung, was für ein Kind hier drin lebt, aber. Eigentlich müsste das entweder das riesige Kind ein Level sein oder ein Boss. Fände ich lustig. Ja, ein Riesenbaby. Oder du machst den Level und das Kind spielt aber währenddessen mit dem Level und dreht ihn um oder so. Das ist eine gute Idee. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass sowas vielleicht gedacht war sogar. Wahrscheinlich nicht machbar. Ja. Aber ansonsten ist ja auch ein geiles Mobile für so ein Kinderzimmer, wenn das in der Luft so rumschwebt und du dann guckst, wie die einzelnen Stücke da. Ist bunt, dreht sich. Ja, hier am Ende des Levels gibt's. Es ist kein richtiger Boss, weil man muss einfach nur hochklettern. Aber es ist so ein Robo-Bowser am Ende des Levels. Und wahrscheinlich ist das für ein Kind nur so ein einfaches Spielzeug, aber für Luigi ist es der Kampf auf Leben und Tod. Ja. Das Retten des Universums. Ja. Dass Bowser auch im Zuge des Fortschritts und der Mechanisierung dann seinen Job verliert gegen Robo-Bowser. Ja, irgendwann. Aber ihr werdet gleich sehen, Robo-Bowser ist nicht stark. Der kann nur stehen. Okay. Er kann immerhin stehen. Das sind die künstlichen Intelligenzen, die noch nicht so viel können. Noch nicht fertig. Aber irgendwann. Ja. Jetzt kommt Robo-Bowser. Eigentlich dauert es sehr lange, da hochzukommen. Ach, das ist aber der Robo-Bowser. Ja, genau. Und ich werde gleich skippen. Das wird Skip wird genannt Armpit Skip, weil ich quasi an seinem rechten Arm gleich hoch Walljumpe. Direkt an den Stahlträger Achselhaaren vorbei. Nice. Ja. Ja, nice. Nice. Und er ist weg. Eigentlich kann ich mir jetzt vorstellen, dass das Kind böse ist. Aber vielleicht sind die gerade im Urlaub oder so. Keine Ahnung. Mein Spielzeug ist kaputt. Sollen das? Das Kind? Sind das Igel? Das sind Roboter, die quasi darin gefangen waren. Zahnräder sind das. Ja, ist klar. Robo-Kids. Ja, echt. Weird. Man sieht, es gibt hier auch einen Roboter in dieser Area gerade drin. Ich weiß nicht, ob man den gleich sieht. Also die sind anscheinend. Da links ist er. Also, die gibt's hier öfter. Ja. Oh nein. Panik. Jetzt kommt wieder so ein Schatten-Luigi-Race, aber. Race in Anführungsstrichen. Wahrscheinlich auch kein Problem. Man muss aber sagen, Nintendo hat sich schon ein bisschen Mühe gegeben zwischen Mario und Luigi. Die Level sind zwar an sich gleich, aber. Schatten Luigi ist schneller als Schatten Mario. Also mit Luigi hat man hier schwierigeres Race. Und wenn in den Levelnamen so steht Mario tu das, dann steht hier Luigi tu das. Also die haben schon was. Richtig Effort gemacht. Reingesteckt, Nintendo. Well done. Ja. Und einmal sagt Rosalina Go Mario. Und jetzt sagt sie Go Luigi. Also man kann aber trotzdem haben sie den Luigi-Klon drin gelassen. Ich muss aber sagen, der Luigi-Klon, den man rettet, der ist ein anderes Modell als der Luigi, den man spielt. Der Luigi, den man spielt, der ist kleiner, der sieht eher aus wie Mario. Der andere ist wirklich groß. Aber man sieht, der Detailgrad ist auf jeden Fall anders. Sie haben sich gedacht, wenn er jetzt schon spielbar ist, lassen wir mal ein bisschen mehr Aufwand reinpacken. Wer jetzt kommt,
Okay, man kann nicht jeden Autoscroller skippen. Das ist einer, den man jetzt machen muss. Passiert halt. Kann ja nicht immer nur springen und Spaß haben. Jetzt müssen wir warten. Ja, oder müssen wir nicht? Diesen Hai. Also, ich werde nur unter Wasser durch so Ringe schwimmen. Also, es wird nicht so interessant. Hai, ne? Der Hai, für den Hai ist jederzeit 4.20 Uhr, ne? So schaut er aus. Der Breithai. Ja, genau. Der sagt mir, yo, das sind meine Gewässer. Wenn du wirst es bestimmt nicht schaffen, durch meine Ringe zu schwimmen. Aber. Rauchringe. Ja, ja, alles genau, ja, er macht die selber durch Rauch für die Ringe und springt dann durch. Ist alles easy, Bro. Alles easy, man. Für mich spricht er wie so ein Surfer, so ein bisschen. Hey, Dude. Ja, irgendwie auch freundlich. Aber, das ist eher wie so ein Orca oder so. So ein Killerwal. Ja, okay, zugegeben, Orca ist auch nicht so nett, ne? Ja, aber ich sehe, also einer der freundlicheren. Ja, guck mal, ja. Der hat ein Lächeln auf dem Gesicht, während dich verspeist. Er ist zwar nicht auf meiner Seite, aber man killt ihn wenigstens nicht. Ja. Also, der überlebt in Galaxy. Bin mir ein bisschen suspekt, dass diese Dinge auch aus seiner Rückenflosse da rauskommen, also die Ringe. Nintendo-Logik, der kann ja, das. Hat vorher ordentlich was gegessen und jetzt werden die produziert. Ja, stimmt schon. Weil die anderen haben Angst vor ihm, also er hat es geschafft, das jetzt zu übernehmen. Das sind ja seine Gewässer, ne? Ja. Geil, ja. Aber ich finde, dieses Level, wenn man gerade so einen guten Run hat und ein bisschen nervös ist, dann ist das Level super, weil man kann einfach runterkommen. Ein bisschen entspannen, ja. Ja, man macht es eigentlich nur, weil der Rest der Galaxie schnell ist. Manchmal macht man so Sacrifices. Also man macht ein längeres Level, weil es andere kürzere Level freischaltet. Ja. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zurück ins Kinderzimmer. Mal sehen, was sich da getan hat. Seit dem Tod von Bowser. Was ich mich auch frage, ist so, wie groß ist der zeitliche Abstand zwischen den Sternen? Ob das jetzt so, keine Ahnung, so am nächsten Tag ist? Mehrere Lichtjahre vielleicht. 1000 Jahre dazwischen. Vielleicht bin ich so jetzt 1000 Jahre später da. Ja. So, das Kind hat eigentlich, ist eigentlich schon der Ur-Ur-Ur-Enkel. Ja. Ist nur weiter vererbt. Wissen wir spätestens seit Interstellar, ne? Weil hier mit den Gravitationsfeldern, wie die Zeit dann auch vergeht. Ja. Was ich cool finde, ist, dass es sind zwar verschiedene Missionen, aber Galaxien sind trotzdem ein offener Raum. Also manchmal kann man in früheren Leveln kann man schon Planeten von späteren Leveln sehen. So. Also es ist schon linear, es ist Level für Level, aber es gibt schon einen Zusammenhang. Okay, eigentlich wollte ich da hoch, dann nicht. Oh, okay. Ja. Eigentlich muss man diese Schraube runterdrehen, aber brauche ich nicht. Okay. Wer braucht das schon? Oh Gott. Und jetzt kommen wir zum ersten Mal auf Pixel Mario. Ich glaube, den Pixel Mario, den gibt es irgendwie in irgendeiner Form in jedem Spiel. Mhm. Immer ist er irgendwo versteckt. Und was ich cool finde, ist, auf der Rückseite von diesem Mario ist quasi ein Pixel Luigi. Mit denselben Teilen gebaut. Und statt Lava für Rot ist das dieser Schleim, der so grün ist. Mhm. Wo man quasi reinfällt und versinkt. Aber zu Luigi kommen wir später nicht hin. Das ist ein lila Münzstern. Und die macht man hier nicht. So, jetzt kommt ein Level. Da werden vor allem, wenn man Facecam hat, werden ein paar Jokes gemacht. Ich glaube, ihr werdet schon sehen, warum. Es ist halt so, es ist ein Wasserrennen gegen die Pinguine und die schnellste Art, sich fortzubewegen im Wasser, ist zu schütteln. Deswegen werde ich die ganze Zeit so sitzen und so machen.
Vielleicht sieht. Wir sehen das Schütteln nicht. Ja. Wir sehen es nicht. Du hast einen guten Ausgleich. Wir sehen Kargan schütteln gleich. Also. So. Okay. Ja. Merken wir gar nicht. Das ist guter Stabilitätsausgleich. Witze machen, als würden wir Witze machen. Sieht man das selten. Bei manchen Leuten sieht man so. Ich dachte, der Level ist vorbei. Warum machst du das so? Jetzt sagt er, hey, du wirst es nicht besiegen. Und jetzt macht man etwas, wenn man das richtig timet, dann kann man auf der Oberfläche schwimmen. Und das ist sehr schnell. Jetzt pitchel ich halt unter Wasser. Eigentlich werden einem hier so Cooper Shells gegeben, weil man mit denen relativ schnell unter Wasser ist. Aber mit Schütteln ist man schon um einige schneller. Hallo? Ist wahrscheinlich aber auch viel anstrengender. Ja. Vor allem jetzt gerade habe ich Haare im Gesicht. Hilfe, es juckt. Brauchst eine Speedrunner-Frisur wie Gregor und ich. Ja, die ist genau aus dem Grund bei uns. Ja. Alles für die Kunst. Alles für die Frames. Aber okay, aber 46 ist trotzdem gut. Unsere, wir haben eine alles Gruppe, die heißt Frame statt Fransen. Das ist auch in echt zeigt das ja auch Zeit, so weniger Luftwiderstand und so. Man hat, keine Ahnung, man ist kleiner und passt durch engere Lücken, keine Ahnung. Hat bestimmt seine Vorteile. Alles ist aerodynamischer. Ich krieg mehr Luft dann direkt dahin, ne? Keine Hindernisse. Dein Hirn wird schön mit Sauerstoff versorgt. Ja, genau. Nee, das funktioniert dann. Nach dem Duschen dauert es nicht lange, die Haare zu trocknen. Exakt. Das ist korrekt. Also mehr Zeit, Speedruns zu trainieren, anstatt sich um Haare zu kümmern. Ich habe eigentlich relativ lange Haare. Man sieht das, glaube ich, nicht in der Cam. So hinten. Das geht alles dann nach hinten. Mhm. Aber so und trotz der Haare kannst du so gut speedrunnen. Ja, was Respekt. Ne? Es ist ein Wunder. Ich bin auch der einzige Speedrunner mit langen Haaren. Auf jeden Fall. Aber ja, noch nie gesehen. Stimmt. Noch nie vorher jemand mit Haaren gesehen. Außer Simon, der Little Mermaid hier mit Haaren gerannt. Leute sagen ja, ich bin kein Speedrunner. Insofern. Ja, aber Little Mermaid hat auch Haare. Also passt schon. Hier ist wieder ein Rennen gegen Luigi, aber. Also gegen Schatten Luigi hier. Aber. Keine Chance. Was ist denn für ein Rennen? Ja. Ist hier keine Konkurrenz. So ein Showcase, der guckt mir zu. Der will auch den Speedrun sehen. Warum macht er überhaupt so oft Rennen mit dir? Er sieht doch, dass du clearly am Cheaten bist. Warum probiert er es denn immer wieder? Ich glaube, die Leute, so die Bowser-Crew, die sind sehr persistent. Ja. Die geben nicht auf. Die denken sich, ich habe schon dreimal verloren, aber jetzt gewinne ich. Ich sehe sein Movement und vielleicht bin ich doch schneller nächstes Mal. Ah, doch, nicht ganz. Aber die haben gelernt, weil in Galaxy 2 gibt es auch Schatten-Marios, aber keine Schatten-Mario-Rennen, sondern Marios, die dich verfolgen und dein Movement perfekt nachmachen. Und da ist es halt wichtig, stehen zu bleiben, nicht stehen zu bleiben, sondern immer in Bewegung zu sein. Weil wenn du stehen bleibst, dann geht er jetzt auf dich zu und gibt dir Schaden. Also in Galaxy 3, wenn das rauskommt, dann werden die stark sein. Versprochen. Aber hier füttert man wieder den Luma. Rauskommt. Das wäre schön. Für die Wii. Ich glaube, es wird aber immer noch Just Dance für die Wii released. Also ganz tot ist die Konsole nicht. Ist wahrscheinlich Just weniger Dance. Tot als die Wii U. Ja, das, also ich glaube, weiß nicht, 2019 weiß ich, wurde auf jeden Fall noch was mit Just Dance gemacht und dann auch wirklich nur die Wii-Version, weil die läuft ja auch auf der Wii U. No? Ja. So haben die keine Wii U-Version extra gemacht. Wofür auch? Wii U? Ich glaube, Nintendo würde Wii U einfach vergessen.
Warten wir noch ein Jahr, dann haben sie ja die Stores abgeschaltet. Ja, stimmt. Das ist sogar, okay. Für Speedruns ist das sogar ein bisschen ein Problem, weil man halt, die schnellste Version ist halt die Virtual Console Version. Aber, es gibt auch andere Wege, daran zu kommen. Also ist, wie weit Nintendo geht mit von wegen kein Bock auf Speedruns, schalten sie einfach den Wii U Store ab. Ja, aber man kann mit mehr oder minder gewollten Methoden, legalen Methoden, kann man auch so an die Spiele rankommen. Mhm. Das wird ein bisschen schwieriger, aber ja. Ich glaube, wenn Leute unbedingt Speedrun wollen, dann kriegen wir es auch hin. Das ist ja auch so das Phänomen. Nintendo hasst Speedrunner, aber die beliebtesten Speedruns sind Nintendo-Games meistens. Ja, ja, ziemlich komisch. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Also, es ist Free-Promo, die Spiele werden am Leben gehalten. Das Ding ist, also es gibt da mehrere Theorien. Nintendo hatte vorher schon in vielen Interviews gesagt, wie zum Beispiel jetzt der Macher von Smash, der Macher von Mario und so. Die meinten alle, Nintendo ist immer so eine Casual-Geschichte und soll gar nicht competitive sein. Nintendo mag eigentlich nicht competitive Sachen anscheinend. Und ja, deswegen mögen sie erstens keine Speedruns, jetzt auch dieser Vorfall mit Smash, nicht bei Evo und so. Und ja, Nintendo ist sehr, sehr komisch. Aber was sie nicht mögen, finden Speedrunner umso interessanter. Ja. Was sie nicht dürfen. Das ist dann vollkommen Taktik. Ach ja, wenn ihr es schon nicht gut findet, machen wir es extra schnell. Ja. Deshalb sind die Speedruns so gut und beliebt mit den Nintendo-Spielen. Ja. Hey, der Run, das könnte sogar noch eine 2.19 werden. Das ist immer so. Das ist immer so unter 2.20 ist immer so mein Ziel für so No Resets. Dann ist es so ein guter Run für mich. Das ist ein sehr guter Run. Also allein von Zugucken her schon. Ja, und wir haben noch 6 Sterne. Mal sehen, was da noch kommt. Mhm. Vielleicht kommt ja noch was komplett Unerwartetes. Nee, ich glaube nicht. Also, es gibt in dem Spiel keine Sequence Breaks. Es gibt nur Skips innerhalb von Leveln. Mhm. Man kann sogar schon früh, man kann schon von Anfang an in die dritte Welt reinklippen, aber die Ladezone existiert nicht. Also man kann in diese Kuppel rein, aber es lädt nicht. Man kommt nicht rein. Und dann gibt es halt immer noch das Problem, Galaxien haben halt das feste Requirement, wie viele Sterne man braucht. Mhm. Und da kommt man in dem Spiel nicht drum herum. Also es ist relativ glitchfrei für ein 3D Mario. Mhm. Nicht so wie 64, wo man ein Spiel mit 0 Sternen beenden kann. So, jetzt bin ich damit fertig. Jetzt mache ich noch ein bisschen Backtracking. Und dann habe ich die 60 Sterne. Und dann geht's zum Boss. Ich habe jetzt 56, ja. Auch jetzt diese Galaxie. Hier gibt's 2 Sterne. Dann noch ein Luma, den ich wieder fütter. Und dann noch ein Luigi-Level. Luigi hat's wieder verbockt. Tja. Aber warte mal, du machst doch alles richtig. Der andere Luigi. Der stupid Clone Luigi. Vielleicht gibt's ja noch einen dritten einfach im Bunde, über den keiner gerne redet. Es ist nicht Mario und Luigi, sondern es sind Mario, Luigi und Luigi. Einfach wunder dich mal, was mit dem ist, ne? Kann nur um eine Frau gehen, dass die nie von ihm reden. Ist doch immer so. Ja, ist immer so. Jetzt muss ich das hier unten aktivieren mit diesem Unterwasser. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich nenne den Unterwasserkugel-Willi. Und da ist halt, wenn man zu früh losgeht, dann hittet der das zwar eigentlich, aber der ist nicht mehr auf der Kamera. Deswegen
passiert einfach nichts. Hm. Da muss man wieder woanders hingehen und quasi mit First Person raufgucken. Der sieht dann nice aus. Oh Gott. Der Steinquader meinst du? Ja, ja. Er hält die Luft daneben, ne? Ja. Was? Okay. Hm. Sehr gut. The Stage. Ja, die ist auch, also die Musik hier ist sehr beliebt, ich finde die auch super und natürlich gibt es da mehr zu tun, aber auch im Speedrun macht es ziemlich Spaß, das Blueprint. Ja, jetzt kommt der Secret hier. Und das ist eigentlich, das ist so ein Stern, der ist eigentlich einfach, aber es kann so eine Sache passieren, die alles verbockt. Wir sind gespannt. Wir die Robo-Dudes. Sie denken, dass die Roboter Angst bei dem Wasser haben, dass sie nicht verrosten oder sowas. Die sind batteriebetrieben. Ja. Frag mich, ob die da hingekommen sind. Naja, jetzt kommt man hier in die Röhre und da vorne ist schon der Stern. Und versucht jetzt diesen Kugelbilly zu nehmen und darauf zu lenken. Gut. So, das, was hier schief gehen kann, ist, dass der Kugelbilly in diese Elektro-Bälle kracht. Und dann dauert es nämlich sehr lange, bis der respawnt. Und das ist so nervig. So, jetzt habe ich. Ich habe, glaube ich, genug, ne? Ja, man braucht 600 für den letzten hier. Mhm. Und dann. Jetzt kommen noch zwei kurze Level und dann das große Finale. Beat me! Mhm. Oh, ja. Was ich auch interessant finde, der wollte jetzt 600, aber später im Spiel. Da gibt es einen, der will 1600. Mhm. Und dann sitzt man da wirklich schon ein bisschen länger und füttert den einfach nur. Der wird immer fetter. Im Galaxy 2 gibt es sogar einen, der will 2000. Oha. Keine Ahnung, was der hat. Aber es gibt wirklich japanische Süßigkeiten, die so aussehen wie diese Sternteile. Mhm. Und anscheinend sind die sehr, die richtige Zuckerbomben. Sehr, sehr süß. Mhm. Ich glaube, es hat irgendwie einen Zusammenhang. Ich glaube, das ist so zuckerreich, dass man einfach sofort fett wird. Wenn man es keine übertriebene, sondern eine akkurate Darstellung, wie die Verzierung dieser Süßigkeiten funktioniert. Aber hier gilt wieder das Gesetz. Wenn es nicht on-screen ist, dann existiert es nicht. Mhm. Deswegen versuche ich da die Kamera so zu drehen, Ich habe gerade versucht, den letzten offscreen zu halten, damit er in der Nähe von dem Schiff bleibt, weil da der Stern spawnt. Nice. Das sieht man eigentlich nicht so krass, aber wenn man drauf achtet, dann erkennt man das. Es sind halt sehr viele Sachen, auf die man sehr gleichzeitig achten muss. Hm. So. Netz. Der 60. Stern. Luigi. You again. Ja, schon wieder. Diesmal ist er vor einem Baum. Ich weiß warum, weil werdet ihr gleich sehen. Luigi ist ja bekanntlich ein richtiger Angsthase. Mhm. Und in dieser Galaxie gibt es quasi so Käfer, die so rumfliegen. Und ein Käfer reicht schon, dass Luigi Angst hat und sich auf dem Baum versteckt. Ich würde mich an seiner Stelle da echt beschweren über die Behandlung von Nintendo. Also. Die hat Angst vor einem Käfer, aber in anderen Games geht er in Geisterhäuser und genau. Ghostbuster. Und da ist er auch immer ängstlich, muss man auch sagen. Aber er versucht sich zu überwinden, weil er will ja Mama Mario retten. Verdammt, für Mario macht er alles. Er ist ein guter Bruder, muss man sagen. Ja. Nintendo. So, jetzt haben wir
Bitte. Offiziell 60 Sterne und könnt zum Boss. Yay! Ja, Nintendo denkt ab und zu mal an Luigi. Es gab ja vor längerer Zeit mal dieses Jahr von Luigi, ne, wo sie dann auch lauter Spiele rausgebracht haben. Super Luigi U und so weiter und so fort. Danach, ja, wieder zweite Geige. Aber ab und zu mal werfen sie ein bisschen was hin. Ja. Er sagt, Rosalina, wir haben es geschafft. Wir können ins Zentrum des Universums, wir können Peach retten. Und so. Jetzt kommt erstmal eine Cutscene. Dauert ein bisschen, eine Minute. Wo halt das Schiff episch aufgeladen wird und losfliegt. Du hast die ganze Zeit nur Sprit geholt für Schiff. Und gleich hört man, wie sie sagt, go Luigi. Also wo sich Nintendo wieder Mühe gegeben hat. Richtig viel Mühe. Jetzt sind im großen Ei gehüllt. Los geht's. Flotte von Bowser kann gar nichts. Mhm. Genau. Der hat eine eigene Armada mittlerweile. Aus der Hand. Nicht mehr. Das ist wie der Angriff der Borg hier quasi. Ja, genau. Jetzt sagt sie es gleich. Nice. Davor hat sie nur ihren Mund geöffnet, so. Und da stand Text. Was dann hat sie das gesagt? Erzählen wir das Schloss. Das wurde halt quasi komplett aus der Erde gehebelt und bis hierhin geholt. Das hat man in diesem Realm nicht gesehen, weil man das ja in der Mario-Cutscene sieht. Aber Luigi hat das gar nicht gesehen, aber der akzeptiert es einfach. Dann ist das eben. Er war ja bei Mario 64 auch nicht dabei, er kennt das Schloss sowieso nicht. Stimmt. Ja. Sunshine war auch nicht dabei. Eigentlich ist er. Aber er kennt das Schloss von Paper Mario, da waren sie nämlich auch am Anfang zu Besuch, bevor es in die Luft gehoben wurde. Ah, okay. Ich weiß aber nicht, doch Paper Mario kam, glaube ich, ein paar Monate vor diesem Spiel. Also Super Paper Mario. Also das originale Paper Mario von 2000. Zum Original, ja gut. Ja gut. Ja, diese Strahler, das sind quasi so Gravitationsstrahler. Man fliegt halt genau dahin, wo sie Rauch zeigen. Und hier das finale Level, das hat halt verschiedene Sections mit verschiedenen Themes. Also es kam gerade schon Eis, jetzt kommt Wüste. Und manche finden es halt gut, dass nochmal alles drankommt. Und manche finden, dass es so, naja, zusammengewürfelt und gezweckt aussieht. So, es ergibt eigentlich, also manche finden, es ergibt keinen großen Sinn, dass diese Sachen einfach so random da rumfliegen. wir sind jetzt 2 Stunden, ja. 15 Minuten in den Run. Warum diskutiert man noch über Sachen, die Sinn machen? Ich denke auch. Wir haben schon so viel weirden Shit gesehen, ja, bis hierhin. Also muss man sagen, manchmal, du designst ja nicht nur nach Funktionalität, sondern es geht auch um Ästhetik. Auf jeden Fall. Es geht auch um Gefühl. Ist ja auch so ein bisschen Tradition, dass man am Ende nochmal resümiert und alles so ein bisschen zusammenzieht. Brauche ich diese 3 Wände? Nein, aber ich möchte sie. Ich möchte sie haben. Okay. Das ist doch voll nice hier mit den Kugelwillis. Ja, aber zwei Kugelwillis, warum haben sie Arme? Könnte man auch fragen. Gibt keinen Sinn, was sollen sie machen damit? Damit sie nicht kratzen. Zwischendurch wird es mehr jucken. Ja, ja. Zwischen der Zeit von Abschuss und Explosion einfach. Ja. Damit sie für die 10 Sekunden, jetzt juckt es mich gerade hinten am Auspuff. Ey, bist du die ganze Zeit, die du im Leben hast, mit Jucken verbringen? Das stimmt, will ich mich auch nicht ärgern. Wenn ich nur 10 Sekunden lebe. Die fliegen eigentlich noch umher, weil sie versuchen, die Stelle am Rücken zu erwischen mit den kleinen Armen. Ja, und ich meine, sie haben Augen. Warum fliegen sie dann in die eigenen Sachen rein? Es ist Fragen über Fragen. Ich könnte den ganzen Tag. So eine gute Show vielleicht, die Überdenker. Ja. Oder so. Vielleicht springen wir einfach die Treppen hoch. Ah, danke, der Rückwärtstrick nicht. Nee. Tja. Jetzt beginnt der finale Kampf. Der dauert 10 Sekunden jetzt, oder? Nein, nee, der dauert 3 Minuten. Nein, wirklich? Oh, okay. Weil, ja, es gibt nämlich 3 einzelne Kämpfe, 3 Phasen, wo Bowser sich... Der Kampf ist so, würde ich sagen, schon kreativ gemacht. Also Bowser verwandelt sich in verschiedene Sachen, die man im Spiel gesehen hat. Und man muss halt damit arbeiten. Wenn die Armringe nicht reichen, ne, dann irgendwie geben sie mir auch den Nietenringe auch für den Hals. Und für die Schulter. Ey, Bowser ist ein geiler Typ. Der ist nur missverstanden. Ja. Der ist halt Punk. Jetzt immer macht gewesen. Er sich in so einen Stein und man muss so sein Gesicht treffen.
Deine Friese sagt doch schon alles. Ja, du musst doch sagen, er ist das Äquivalent zu der Sex Pistols, ne, gegenüber der Queen. Ja. Mit der Prinzessin lehnt er sich auf. Ja. Mit seinem Punker-Look. Den Iroh hatte noch dazu. Das stimmt, er ist wirklich ein Rebell, ne? Also, ja. Das muss man auch sagen. Was ist dann Mario? Country Boy oder was? Mario ist ein Kopf, ne? Flurkopf. Die Polente, ja, die Polente ist er. Die Polente. Die Musik hier ist auch relativ episch, so mit dem Chor. Das war nicht zwingend die Final Phase. Die ist eigentlich nur, die ist wieder dieser altbekannte Planet. Hat er diesmal gelernt, wird er nicht auf die Lava springen? Man weiß es nicht. Mal gucken. Ah, jetzt hier voll Star Wars Vibes hier. Mhm. Wenn man sich selbst treffen lässt, das dann ist mein Star Wars seine Mann. Attacke ab. Oh, Mann. Idiot. Also ja, ich versuche mich hier immer so früh wie möglich treffen zu lassen, um seine Attacke abzubrechen, damit er direkt wieder auf mich geht. Hm. Ah. So, jetzt renne ich hier rein. Also er springt wieder hier hin. Und jetzt ist es gleich vorbei. Also gleich kommt noch eine Cutscene. Und dann berühre ich den großen Stern und dann ist es vorbei. Das ist ein Time, okay. Mhm. So. Ja, mal gucken. Ja. Vielleicht schaffst du es sogar noch. Das war's jetzt. Ja, das. Oh nein! Mein Gott, wie dramatisch! Und jetzt noch den Daumen raushalten in der Lava. Halt echt, oder? Holy shit! Mein Gott, da verglüht er! Das ist ja krass. Das ist ein warmes Bad für ihn. Ja, der schwimmt doch gerne. Hat ihn total der Makelhammer gejuckt. Schaffen wir noch Sub 22? Ja, wir gleich. Komm jetzt, komm jetzt. Spoiler. Hol ihn. Come on, do it. Okay. Gleich mache ich einen Long Jump, dann Time, wenn ich ihn berühre. So. Time. Okay. Sehr schön. Hast du ja sehr gut gecallt sogar. Das ist mit so eine 2.19 oder so. Das war ja ziemlich genau auf den Punkt. Ja. Hammer. Sehr geiler Run. Hat sehr viel Spaß gemacht zuzugucken und auch sehr cool erklärt. Danke dafür. Ja, danke. Ja, und das wie gesagt, war auch mein erstes Mal auf Deutsch. Deswegen, ich glaube, das war einfacher als immer auf Englisch. Aber das ist ein guter Punkt, weil wenn man dir mal auf Englisch oder generell bei deinem Speedrun-Training zugucken will, dann kann man ja natürlich jederzeit auf deinen Twitch-Kanal gehen. Mhm. Den haben wir da auch. Genau. Zeigen wir gleich auch noch mal. Wann streamst du denn? Also, was sind denn so deine Zeiten? Ja, Zeiten so 18 Uhr ungefähr fängt es an. 17, 18 Uhr, manchmal 19. Und wie oft die Woche? Das ist halt das Ding, nach Lust und Laune. Mhm. Sehr gut, so wie es sich gehört. Finde ich auch offen gesagt sehr sympathisch. Manchmal siebenmal die Woche, manchmal eine Woche gar nicht. Ich bin halt kein Fulltime-Streamer, kein Professioneller. Ich mach das just for fun. Mhm. Aber ja. Man kann gerne zugucken, wenn man will. Ja, also liebe Leute da draußen, wenn ihr den Hardcore-Gaming sehen wollt, wie er Speedruns macht, dann folgt ihm doch bitte auf den Channel. Mindestens den Follow hinterlassen, genau. Dann werdet ihr immer auch, wird euch Bescheid gesagt, wann er streamt. Mindestens den Follow und du hattest ja auch schon erwähnt, primär natürlich Mario Galaxy 1 und 2, ne, falls was nochmal dazu kommen sollte. Streamst du sonst auch Casual-Sachen oder hauptsächlich Speedruns? Nee, ich bin nicht ein Streamer, der auch speedrunnt, sondern ich bin ein Speedrunner, der auch streamt. Ah, so kann man das sagen. Okay, so rum ist das also. Okay. Alles klar, wir hatten es nochmal eingeblendet, ist unten auch nochmal vermerkt im YouTube-Video. Könnt ihr dann direkt draufklicken und wie gesagt, mindestens den Follow hinterlassen. Wir erwähnen nochmal kurz, bevor wir uns dann verabschieden, wenn ihr euch bewerben wollt, könnt ihr es gerne bei Sia machen. Natürlich entweder direkt schreiben speedrandale@rocketbeans.tv oder bei Sia dann unter Twitter @simiclove oder auch vorbeischauen twitch.tv/simiclove101. Sia ist weder reiner Streamer noch reiner Speedrunner, sondern alles durcheinander gemischt. Ganz genau. Aktuell ein Projekt? Aktuell spiele ich auch wieder für Fighting Games, weil King of Fighters draußen ist.
Ja, Randomizer, King of Fighters und vielleicht bald auch mal wieder Speedrun-Training. Hm. So, ja, was. Und da, wir haben ja mittlerweile auch einen dedizierten Streamer bei uns hier mit Herrn Kretschmer. Ach, du meinst mich? Ja. Ja, ich streame auch, ja. Aber aktuell keine Speedruns. Also, aktuell. Everything was Elden Ring, ne? Ja, im Moment ist alles Elden Ring. Ja. Na, also, ja. Aber Samuel, danke dir nochmal, dass du die Zeit genommen hast. Gerne bei Gelegenheit auch nochmal dein Mario Galaxy 2. Und ja, ich hoffe, dass wir dich potenziell dann nochmal begrüßen dürfen. Mhm. Und ansonsten sagen wir nochmal danke bei euch da draußen fürs Zuschauen. Denkt gerne auch, ihr könnt uns um Supporters Club unterstützen, um viele Formate hier möglich zu machen auf dem Sender. Und wir sehen uns hoffentlich alle wieder zu wunderschönen Speedruns demnächst. Bis dann. Vielen Dank. Bye. Lupf.